Das Haus. Vor einigen Jahren war ich auf der Suche nach einem Pflanzenständer aus Draht, damit ich meine Zimmerpflanzen auf der Terrasse aufstellen konnte. Leider gab es nur noch wenige Exemplare des von mir gesuchten Typs, da die meisten schon vor Jahren verrostet und entsorgt worden waren. Als ich zum ersten Mal von einem Geschäft hörte, das sich auf Gartenantiquitäten spezialisiert hatte, dachte ich, dass ich es dort einmal versuchen würde. Ich habe zwar nicht gefunden, was ich gesucht habe, aber ich bin mit einer Geschichte zurückgekommen. Das Geschäft im Stadtteil Wicker Park, Bucktown von Chicago, war in einem winzigen Arbeiterhäuschen untergebracht, das in den Jahren unmittelbar nach dem großen Brand von 1871 erbaut wurde. Wahrscheinlich gehörte es einst einer Familie mit sehr bescheidenen Mitteln, aber mit einem frischen Anstrich, einem weißen Lattenzaun und einem farbenfrohen Mosaikweg, der zur Eingangstür führte, hatte es nun eine Art Märchenbuch-Aura. Daher war ich überrascht, als diese Tür zu einem trostlosen Wohnzimmer führte, grau, staubig und vollgestopft mit dreibeinigen Stühlen, zerbrochenen Spiegeln und anderen zerbrochenen Antiquitäten. Beleuchtet wurde das Durcheinander von einer einzigen Glühbirne mit geringer Leistung, die an einem ausgefransten Kabel hing. Natürlich war ich enttäuscht, denn ich hatte die halbe Nordstadt durchquert, nur um in einen Ramschladen zu landen. Als ich mich umdrehte, um das Haus zu verlassen, öffneten sich ein paar Samtvorhänge, die ich vorher nicht bemerkt hatte, und eine Frau mit einem freundlichen Gesicht rief mir zu: "Bitte, kommen Sie in die hintere Stube, hier ist es viel schöner." Da sie einer guten Freundin von mir ähnelte, fühlte ich mich wohl dabei, ihr tiefer ins Haus zu folgen. Es war, als wäre ich 100 oder mehr Jahre in die Vergangenheit getreten, denn das zweite Zimmer war so eingerichtet, wie es im Neuzustand hätte sein können, vorausgesetzt, die Besitzer hatten Geschmack und Geld. Ausgestattet mit einer Suite aus Samtpolstermöbeln, ein paar Bücherregalen, Hockern und allerlei viktorianischem Schnickschnack, fehlte nur noch ein Klavier, um die Fotos, die ich von dem gemütlichen Haus meiner Urgroßeltern gesehen hatte, zu kopieren. Wäre da nicht ein kleiner Tresen im hinteren Teil, hätte man den Laden gar nicht als Geschäft erkannt. "Hatte ich nicht recht?", fragte die Ladenbesitzerin. "Hier hinten ist es doch schöner, oder?" "Ja", stimmte ich zu, während meine Augen immer noch die blumige Einrichtung betrachteten. "Wie haben Sie es geschafft, eine so authentische Einrichtung zu schaffen?" "Oh, ich interessiere mich für viktorianische Architektur und ich hatte Hilfe. Aber Sie sind doch sicher hier, um sich die Gartenantiquitäten anzusehen. Folgen Sie einfach dem Flur nach hinten, Sie befinden sich im Hof." Ich folgte ihren Anweisungen und ging durch den Rest des Hauses, zu dem auch eine Küche aus der viktorianischen Zeit mit einem gusseisernen Herd gehörte, bis ich zu einer hinteren Veranda mit einer Treppe kam, die in den Garten führte. Dort waren nur ein paar Gegenstände verstreut, vor allem alte Gießkannen und Blumentöpfe, aber keine Pflanzenstände aus Draht. Wenigstens hatte ich ein interessantes, altes Haus gesehen. Ich ging zurück. Die Besitzerin wartete schon, um mich wieder zu begrüßen. "Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben?" "Um ehrlich zu sein, ich habe nach einem Drahtpflanzenständer gesucht, also nein. Aber Sie haben ein schönes Geschäft." "Danke", sagte sie und ließ mich glauben, dass unsere Begegnung zu Ende sei. Doch gerade als ich mich zum Gehen wandte, fragte sie: "Möchten Sie einen Keks? Ich habe erst heute Morgen welche gebacken." "Natürlich", sagte ich und fragte mich unwillkürlich, ob sie in dem alten Kohleofen gebacken hatte. Ich setzte mich vorsichtig auf das Samtsofa und sah mich um, wobei mir ein weiteres Paar Samtvorhänge auffiel, hinter denen sich ein weiteres Zimmer zu verbergen schien. Als die Besitzerin mit einem Teller voller Kekse zurückkam, fragte ich sie, was sich dort hinten befand. "Oh, das", sagte sie, "das ist ihr Schlafzimmer. Normalerweise lasse ich die Vorhänge geschlossen, bis ich für den Tag weggehe. Aber Sie können einen Blick darauf werfen, wenn Sie möchten." Ich bemerkte, dass sie "ihr" und nicht "mein" gesagt hatte und fragte: "Wohnt hier jemand, wenn Sie nach Hause gehen?" Es schien eine seltsame Vereinbarung zu sein, aber ich versuchte nicht zu urteilen. "Nun ja, in gewisser Weise schon. Und Sie verstehen doch, auf welche Weise, nicht wahr? In dem Moment, als ich Sie sah, wusste ich, dass wir beide die Fähigkeit haben, die zu spüren, die von uns gegangen sind. Oder in diesem Fall, diejenigen, die ihr Zuhause nie wirklich verlassen haben. Habe ich recht?" Kekse hin oder her, die Aussagen der Ladenbesitzerin fingen an, mir ein wenig Angst zu machen. Nicht, weil ich dachte, sie hätte Wahnvorstellungen, sondern weil sie mit meiner Fähigkeit recht hatte.
Sie war Hellseherin und wusste, dass ich das auch war und hatte daher kein Problem damit, die Tatsache zu enthüllen, dass es in diesem niedlichen, kleinen Häuschen spukte. Ich wurde auf mein Anderssein angesprochen und hatte das Gefühl, dass ich keine andere Wahl hatte, als meinen sechsten Sinn oder meinem dritten Auge, wie ich es lieber nenne, zu erlauben, sein Ding zu machen. Ich hatte den Eindruck, dass es sich bei den unsichtbaren Bewohnern des Hauses um ein Ehepaar mittleren Alters handelte, das zwar nicht mit uns in der Stube war, aber irgendwo in der Nähe. Es ist ein Ehepaar, nicht wahr? In ihren 40ern? Fragte ich und kannte die Antwort bereits. Ja. Ich glaube, sie waren die ersten Besitzer dieses Hauses. Wenn sie wollen, können sie sich ihr Zimmer ansehen. Ich habe es für sie schon eingerichtet und es scheint ihnen zu gefallen. Zumindest sind die Laken und Steppdecken zerwühlt, wenn ich morgens reinkomme. Wieder besseres Wissen, schaute ich hinter die Samtvorhänge. Das kleine Zimmer enthielt ein geschnitztes Holzbett und alle anderen Einrichtungsgegenstände eines richtigen, viktorianischen Schlafzimmers. Es gab sogar einen Marmorkamin, der dafür sorgte, dass die Bewohner, wenn sie fröstelten, ein Feuer anzünden konnten, um sich warm zu halten. In der Tat, sehr schön, sagte ich, obwohl mir die ganze Zeit Fragen durch den Kopf gingen. Wer war das Paar, das sich dieses winzige Haus teilte, und wie war der Mietvertrag ausgehandelt worden? Hatte die Ladenbesitzerin tagsüber das Sagen und überließ es ihnen nachts? Waren sie es, die bei der Einrichtung des Raumes geholfen hatten? Und wo waren sie tagsüber? Ich nahm mir einen Keks für meine Reise und wollte gerade wieder gehen, als ich über mir Schritte hörte. Es hörte sich an, als ob zwei Personen auf dem nackten Holzboden liefen. Gibt es ein Obergeschoss? Fragte ich, da ich mich nicht daran erinnerte, eine zweite Etage gesehen zu haben. Ja. Und sie haben, lebende Mieter? Nein. Lange Pause. Naja, dann werde ich wohl gehen, sagte ich. Danke für den Keks und viel Glück mit Ihrem Geschäft. Danke, aber das ist nicht nötig. Wissen Sie, das Haus soll bald abgerissen werden. Meinem Mann gehörte das Grundstück und er hat es mir für mein Geschäft überlassen, aber er hat es vor kurzem an ein Bauunternehmen verkauft. In ein paar Monaten wird das alles weg sein und ein neues Gebäude wird an seiner Stelle stehen. Ich weiß nicht, was meine Geister dann tun werden. Ich stelle mir vor, dass das viktorianische Ehepaar in der neuen Siedlung spuken würde, da Geister manchmal eher an einen Ort als an ein bestimmtes Gebäude gebunden sind. Ich denke, es wird ihnen gut gehen, sagte ich. Und obwohl ich sicher war, dass sie ihr Haus und die Frau, die es mit ihnen teilte, vermissen würden, hatte ich das Gefühl, dass das stimmte. Air Force. In den letzten 6 Jahren wurde ich immer wieder von anderen Piloten gebeten, diese Geschichte zu erzählen, und ich denke, ich muss sie teilen. Wir waren in Francis E. Warren stationiert, das gelinde gesagt ein Atomwaffenstützpunkt ist. Die Waffen werden immer mitten im Nirgendwo gelagert, mit nichts als flachen Feldwegen und Maisfeldern, soweit das so gereicht. Dann erzählte mir das Feuerwehrteam von dieser Geisterschule, die weniger als eine Meile entfernt an der Straße lag. Ich war begeistert und überredete meinen Vorgesetzten, uns von der Baustelle wegzulassen, um zur Schule zu fahren, und er ließ uns gehen. Wir bereiteten uns auf die Reise vor, indem wir sicherstellten, dass alle unsere Nachtsichtgeräte, Thermoskannen und Taschenlampen einsatzbereit waren. Wir sprangen in den Truck und machten uns auf den Weg. Das erste, was uns auffiel, als wir uns dieser alten, baufälligen Schule näherten, war, dass uns etwas aus der Tiefe der Dunkelheit ankreischte, und zwar so laut, dass es fast nicht real erschien. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Eule in einem Rohr handelte, die ihr Gekreische von sich gab. Mein Kollege Saldivar wies darauf hin, dass Eulen in seiner Religion ein schlechtes Omen waren. So ein Mist. Der einzige Eingang war die Vordertür, die durch die vielen Stürme weit aufgerissen wurde. Wir betraten den Hauptflur, lang, dunkel, feucht, aber definitiv nicht allein. Direkt vor uns lag die Aula, in deren Mitte eine blutige Eule zerfetzt worden war. Wir verkauerten uns zusammen, als mein Teamleiter Curtis sah, wie etwas aus der Aula, an der wir standen, den Gang hinunterrannte. Ich erinnere mich, dass er sagte, wie ein Schatten. Wir gingen bis zum Ende dieses schrecklichen Flurs und kamen zum Eingang des berüchtigten Kellers. Als wir hindurchgingen, schaute ich immer wieder über die Schulter, weil mich ständig etwas sanft am Hals berührte. Meine Wirbelsäule zitterte vor Kälte, mein ganzer Körper heiß wie Feuer. Es machte keinen Sinn. An die Wände war der Satz, raus hier, mit Blut gekritzelt. Ich versuchte so zu tun, als wäre das nicht so schrecklich, und sagte den Jungs, dass sie hochgehen sollten.
Wir gingen wieder nach oben und siehe da, da war ein riesiger, offener Wartungsschacht in der Wand. Vorhin war der nicht geöffnet. Wir gingen zurück zum Eingang und versuchten, die Geräte einzuschalten, die wir hatten. Die Nachtsichtgeräte hatten einen niedrigen Batteriestand. Das konnte nicht sein. Wir standen in einer Reihe, im Grunde vier Kerle, die sich in die Hose machten und in diesen dunklen, schrecklichen, langen Gang starrten. Plötzlich sahen wir glühende Kugeln. Erst bewegten sie sich hin und her, bis sie plötzlich stehen blieben. Die Nachtsichtgeräte gaben den Geist auf und aus dem tiefsten Teil des Ganges flog eine Keramikplatte direkt auf uns zu und zerbrach lautstark vor unseren Füßen. Wir gerieten in Panik und in der Verwirrung trennten wir uns. Irgendwie schafften wir es heraus und rannten zu unserem Fahrer, der geduldig im Truck gewartet hat, und sagten ihm, er soll Gas geben. Wir hyperventilierten und konnten das Gefühl des Schreckens, das wir gerade erlebt hatten, nicht verarbeiten. Wir näherten uns dem Tor zum Golf 1 und das Radio fing an verrückt zu spielen, wechselte auf einen statischen Sender und drehte dann bis zum Maximum auf. Ich halte mich für einen ruhigen und vernünftigen Menschen, aber ich habe das Radio so hart geschlagen, dass es zerbrach. Wir gingen in die Station und erzählten dem Vorgesetzten, was passiert war. Ihm fiel auf, dass unser Bordschütze Saldiva sich seltsam und ruhig verhielt. Wir beruhigten uns und versuchten uns auf den Rest unserer langen 14-Stunden-Schicht bis zum Morgen einzustellen. Nach einer Stunde bemerkten wir alle, dass Saldivas Seltsamkeit jetzt besorgniserregend war. Er starrte mehr als eine Stunde lang eine leere Wand an und murmelte vor sich hin. Ich sagte, dass wir für ihn beten müssen, bevor er sich etwas antut. Wir gingen durch zwei gesicherte Türen, zwei getrennte Räume und sahen, wie Saldiva langsam seinen Kopf von der leeren Wand abwand, lächelte und sagte, »Ich will nicht, dass ihr für mich betet und ich werde mir nichts antun.« Das war nicht mein Freund. Es ist menschlich unmöglich, dass er unser Gespräch gehört hatte. An einem unserer Standorte wurde ein Alarm ausgelöst und ich machte mir ernsthaft Sorgen. Es war eine lange Fahrt, also löcherte ich ihn mit Fragen über das, was vor sich ging. Vor Ort führte ich den Außenrundgang durch und hier schrie mich Saldiva, der uns außerhalb des Gebäudes mit dem Thermalvisier beobachtet hatte, an, ich solle aufhören zu laufen. Darauf erzählte er mir, dass eine rote Gestalt über mir war und mir folgte. Der Alarm hörte auf und wir gingen zurück. Saldiva verfiel wieder in sein Gemurmel. Ich legte meine Hand auf seine Schulter und er schien ihn irgendwie wieder zu sich zu holen. Wir beendeten die Schicht und machten Feierabend. Ich bin aufgewacht, weil Saldiva sich darüber beschwert hat, dass jemand in sein Zimmer gegangen ist und es verwüstet hat. Natürlich war sein Zimmer verwüstet, die drei anderen Matratzen lagen überall herum und alles war kaputt. Danach ist nichts mehr passiert. Saldiva ist immer noch ein guter Kerl und nicht mehr besessen. Ich hoffe, dass jetzt alles gut ist. Roger McQueen. Roger McQueen war 27 Jahre alt, als sie in Cleveland, Ohio verschwand. Sie war die jüngste von 6 Schwestern. Sie war Musikliebhaberin und hat kurz vor ihrem Verschwinden ihre eigene Musik veröffentlicht. Roger hat am Rosedale Bible College in Irvine, Ohio Musik studiert und war außerdem ausgebildete Krankenpflegehelferin. Zuvor hatte sie am Cuyahoga Community College studiert. Ihr Glaube war ihr sehr wichtig. Roger war Mutter von 2 Jungen im Alter von 7 und 8 Jahren. Ihre Cousine, Alicia Kirkland, sagte über Roger, ihre Persönlichkeit passte zu ihrer Kleiderordnung. Sie wusste, wie man eine Mülltonne in ein Fotoshooting verwandelt. Über den Sinn für Stil ihrer Cousine sagte sie, wenn man sie ansah, sie liebte es, hübsch auszusehen. Sie war stolz darauf, wie sie aussah. Sie war zäh, sie war stark, aber sie war sehr einfühlsam. Roger wurde zuletzt in der Woche zwischen dem 20. und 27. Juni in der Nähe des Blocks 10-3000 der Miles Avenue, genauer gesagt in der Nähe des Calvary-Friedhofs gesehen. Sie kam erst kürzlich von ihrem College in Irvine nach Cleveland zurück. Ihre Schwestern waren die letzten Personen, die sie gesehen haben. Ihr Auto wurde zuletzt am 26. Juni in der Nähe der Ecke Harvard Avenue und 131 Street an einer Tankstelle um ca. 7.30 Uhr gesehen. Ihr Telefon wurde irgendwann manuell ausgeschaltet. Die Familie war besorgt, dass jemand Roger etwas angetan haben könnte, da sie zu diesem Zeitpunkt möglicherweise in einer missbräuchlichen Beziehung war. Brianna, ihre Schwester, sagte, dass das Leben ihrer Schwester einen Sinn habe, mit ihrem Studium und der Betreuung ihrer Kinder, und dass sie glücklich sei und nicht von selbst verschwinden würde. Überwachungskameras haben Rogers Auto in einer Tankstelle an der East 131 Street und Harvard Avenue gegen 7.20 Uhr am 26. Juni aufgenommen, wo sie auf dem Beifahrersitz saß. Der Fahrer war ein Mann, der von der Polizei ausfindig gemacht und befragt wurde.
Er wurde auch von Rogers Familie identifiziert. Das Auto wurde dann gegen 11.38 Uhr an derselben Tankstelle in westlicher Richtung auf der Harvard Avenue in Richtung Broadway Avenue mit drei Einschusslöchern an der Seite im hinteren Bereich und oben auf der Windschutzscheibe aufgegriffen. Nur dass Roger diesmal nicht im Auto gesehen wurde und die Radkappen und das Nummernschild entfernt worden waren. Es wurde von demselben Mann gefahren wie zuvor. Das Auto wurde zuletzt am 26. Juni um 11.45 Uhr gesehen und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Das FBI und die Crime Stoppers von Cuyahoga County sind an dem Fall beteiligt. Kevin Callahan, Detective im 4. Bezirk der Polizei von Cuyahoga County, sagte, dass bis November über 1000 Stunden in dem Fall investiert wurden. Unter anderem um Durchsuchungsbefehle zu erhalten, Telefonaufzeichnungen zu beschaffen und Durchsuchungen mit Drohnen, Hubschraubern und Hunden durchzuführen. Rogers Familie hat bestätigt, dass Callahan in nahezu ständigem Kontakt mit der Familie steht. Jemand im Internet hat angedeutet, dass Roger jemanden im Zusammenhang mit ihrer aufkeimenden Musikkarriere getroffen haben könnte, etwa einen Agenten oder einen Produzenten. Es sieht so aus, als hätte es jemand speziell auf Roger abgesehen, wahrscheinlich jemand, den sie kannte. Die Einschusslöcher am Auto sind seltsam. Hat jemand versucht, auf das Auto oder etwas oder jemand anderes zu schießen und hat das verfehlt? Hat jemand die Schüsse gehört? Es gibt eine Belohnung von $5000 für Informationen, die zum Verbleib von Roger oder zur Identität und Strafverfolgung von Personen, die an ihrem Verschwinden beteiligt sind, führen. Das FBI bietet sogar $25000 für Informationen, die zum Auffinden des Autos führen. Roger Adriana McQueen war 27 Jahre alt, als sie verschwand, und wäre heute etwa 29. Ihr Auto war ein 2018er Nissan Sentra. Sie wurde bis zum heutigen Tag nicht gefunden. Monte Grande. Es geht um das Geheimnis einer Explosion in Argentinien, die den Tod einer 43-jährigen Frau namens Silvia Espinosa Infante verursachte und mehr als 8 Menschen verletzte. Bis heute gibt es keine genaue Antwort auf die Ursache. Die Theorien reichen von einer Gasflasche, einem Meteoriten, einer Rakete, Antimaterie, einem Satelliten und viele sprechen sogar von UFOs. Am Montag, den 26. September 2011, um 2 Uhr morgens, wurde in Monte Grande, Esteban Echevarria, zwei Häuser und ein Geschäft durch eine starke Explosion zerstört, bei der eine Frau ums Leben kam. Die offizielle Erklärung der Behörden lautete, dass eine Gasflasche, die an einem Pizzaofen angeschlossen war, explodierte. Nach der Explosion wurde jedoch festgestellt, dass die Gasflaschen intakt waren. Hier sind einige interessante Informationen über den Fall. Der Einschlag hinterließ einen kleinen Krater von etwa 1 Meter Länge und fast keiner Tiefe. Eines der Dinge, die am meisten Verwirrung stiften, ist, dass es sich nicht um eine Explosion, sondern um eine Implosion handelte. Die Autos draußen landeten im Inneren des Hauses. Die Leute sagten, sie hätten gespürt, wie die Druckwelle sie in Richtung der Implosion und nicht in die entgegengesetzte Richtung drückte. Und die Metallläden der nahegelegenen Geschäfte wurden nach außen verbogen. Es gab kein Feuer, nur ein Lichtmast direkt vor dem Haus, der verbrannt aussah, als ob er von etwas getroffen worden wäre oder als ob er von innen gebrannt hätte. Der Lichtmast wurde bei der Reinigung des Tatorts entfernt und wies Überreste von etwas auf. Die Explosion war aus über 15 Kilometer Entfernung oder mehr zu hören. Einige Leute sagen, dass es eigentlich zwei aufeinanderfolgende Explosionen waren. Die Behörden handelten extrem schnell und entfernten alles vom Tatort, was bei den Einheimischen Misstrauen erweckte, da dies normalerweise nicht üblich ist. Zeugen berichten, dass sie den Himmel blau leuchten sahen. Andere sagen, sie hätten einen roten Feuerball gesehen. Bei den Aufräumarbeiten trug das Team Strahlenschutzanzüge, was keinen Sinn ergibt, da es sich angeblich um eine Gasexplosion handelte. Anwohner sagen, dass direkt nach dem Vorfall die Gegend mit hochwertigen Autos ohne Nummernschilder gefüllt war. Manche Leute haben über eine Eiskruste berichtet. Sie sahen aus wie weiches und transparentes Trockeneis oder weiße Steine. Sie sagten, dass diese seltsamen kleinen Stücke besonders in Wassertanks auftauchten. Niemand berichtete, Gas gerochen zu haben. Die Menschen berichteten, dass die Stücke wie ein Regen aus kleinen Steinen auf ihre Dächer fallen hörten, als es passierte. Die Anwohner sagen, dass die Umgebung bald von schwarz gekleideten Männern bevölkert war, die nur Englisch sprachen. Die Leute sagen, dass die Hunde mehr als sonst gebellt haben, bevor es passierte. Eine Frau, die gegenüber den Medien behauptete, vor der Explosion einen Feuerball gesehen zu haben, wurde wegen Falschaussage verhaftet. Anscheinend berührte ein Nachbar etwas auf dem Boden, wo es geschah, und es bildeten sich Blasen an seiner Hand und seinem Arm, und die Männer nahmen ihn sofort mit, als sie ihn sahen. Die NASA war vor Ort, um zu überprüfen, ob es sich um einen Satelliten handelte oder nicht.
Ein Nachbar schnappte sich ein kleines Metallstück von der Fundstelle und es wurde ihm abgenommen. Direkt nach der Explosion war eine Rauchspur zu sehen. Die Familie des Opfers Sekiera hofft, dass die Behörden das Grundstück, das er bis zur Explosion am 26. September 2011 bewohnte, zurückgeben werden. Zwei Zeugenaussagen besagen, dass es in der Gegend viele Fälle von Krebs und Missbildungen gibt. Was ist deiner Meinung nach passiert? Aufgrund der Geheimniskrämerei um den Fall gehen viele von menschlichem Versagen aus. Eine Zeugin sagt: Ich erinnere mich, dass damals im Fernsehen ein Wassertank gezeigt wurde, der einen sehr merkwürdigen, dichten, weißen Schaum aufwies, als wäre er fest. Hydrazin kann mit Substanzen im Wasser reagieren, was zu Schaumbildung, Blasenbildung oder Sprudeln führt. Was wirklich in Monte Grande passiert ist, werden wir wohl nie erfahren. Dad. Mein Vater hasst Fliegen. Wenn ich ein Bild aus meiner Erinnerung ausdrucken könnte, wäre es mein Vater im Wohnzimmer mit einer Dose Fliegenkillerspray. Eines Tages fragte ich ihn, warum er Fliegen so sehr hasst. Ich war vielleicht 14. Er erzählte mir widerwillig, dass er im vietnamesischen Dschungel an Dutzenden von Leichen vorbeikam, die auf dem Boden verstreut oder zu Stapeln aufgeschichtet waren. Maden und Fliegen steckten in den Einschusslöchern, Augen und Mundöffnungen und kamen wieder heraus. Ein anderes Mal fragte ich ihn, warum ihm riesige Hautstücke auf dem Rücken fehlten. Er sagte mir, das seien Narben von Schrapnellwunden. Sie mussten Metallstücke aus ihm herausschneiden. Er hat mir nie erzählt, wie er die Schrapnelle bekommen hat. Er sprach nie über die Dinge, die er im Krieg tat, um zu überleben. Oder über Dinge, die ihm passiert sind. Ein anderes Mal war ich ungefähr 16. Es war ein Wochenende, an dem ich den ganzen Tag und die ganze Nacht Diablo 2 spielte. In dieser Nacht kam mein Vater nach unten, um auf die Toilette zu gehen. Irgendwann zwischen 2 und 4 Uhr morgens. Er war sehr lange auf der Toilette und machte Geräusche, die ich noch nie zuvor von ihm gehört hatte. Er schluchzte. Aus Sorge um meinen Vater klopfte ich an die Badezimmertür und fragte ihn, ob es ihm gut ginge. Er antwortete nicht. Ich öffnete die Tür und er saß auf der Toilette, das Gesicht in die Hände gestützt, schluchzend, zitternd, hin und her wippend. Ich fragte ihn, was los sei, aber er gab mir keine Antwort. Er schaukelte und zitterte einfach weiter. Ich nahm ihn in den Arm und sagte ihm, dass ich ihn sehr liebe und für ihn da bin. Ich hatte keine Ahnung, was los war, er war noch nie so gewesen. Er war immer eine Säule der Stärke. Es war schwer, ihn zu verstehen, da er durch sein Schluchzen sprach, aber er sagte mit einer erschrockenen Stimme: Es war so real. Es war, als wäre ich wieder in Vietnam. Ich wollte es nicht, aber ich musste meine Finger in seine Augen stecken und seinen Schädel immer wieder gegen einen Stein schlagen. So real war es. Wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre ich gestorben. Das war die einzige gruselige Kriegsgeschichte, die er je erzählte. Als ich ihn ein paar Tage später danach fragte, dankte er mir dafür, dass ich ihn in dieser schwierigen Zeit begleitet hatte, aber er würde mir nie die vielen schrecklichen Dinge erzählen, die er in Vietnam getan hatte, um am Leben zu bleiben. Jetzt, da ich diese beiden Geschichten hinter mir habe, komme ich zu meinen Pateneltern, Bea und Dave Lopez. Es ist schwer, diese Menschen zu erklären. Meine Eltern lernten sie ein paar Jahre vor meiner Geburt in Tacoma kennen und es hat sofort gefunkt. Sie waren sofort beste Freunde. Meine Pateneltern sind das, was ich als die Essenz der Liebe bezeichnen würde. Sie sind sehr religiös. Durch sie fühle ich eine Verbindung zu etwas, das die Menschen als Gott bezeichnen würden. Ich kann es nicht erklären. Sie haben eine Energie an sich, die anders ist als alles, was ich je von jemandem gespürt habe. Ich selbst bin nicht religiös. Ich betrachte mich selbst als Agnostiker. Ich glaube, mein Vater war gerade aus dem Militärdienst ausgeschieden, als er Bea und Dave kennenlernte. Meine Pateneltern waren gut befreundet mit einem Mann namens Mercedes. Mercedes ist ein Mann, der wegen Mordes im Gefängnis saß. Es war Selbstverteidigung, aber ich glaube, er hat es mit der Verteidigung übertrieben. Er fand im Gefängnis zu Gott und änderte sein Leben völlig, als er aus dem Gefängnis kam. Mein Vater nahm Dave von Mercedes zu arbeiten mit, wenn es nicht um Asbest oder Blei ging. Und hier beginnt die eigentliche Geschichte.
Mein Vater erklärte mir, als er in Vietnam war, hatte er das Gefühl, dass ein Dämon oder ein dunkler Geist an ihm hing. Er nahm es an, weil er sich dadurch rücksichtsloser, klarer und wacher fühlte, wenn er am Einsatz war. Er sagte, das Böse habe ihm geholfen zu überleben. Aber wenn er nicht im Einsatz war oder zwischen den Einsätzen war es, als lastete das Gewicht der Welt auf seinen Schultern. Alles war dunkel und trostlos. Die Wut beherrschte ihn. Alkohol half, diese schlechten Gefühle zu ertrinken. Eines Tages, nachdem seine Militärzeit vorbei war und sie meine Pateneltern kennengelernt hatten, hingen sie mit Bea und Dave herum. Ich schätze, Bea hat ihn immer damit genervt, dass sie für ihn beten soll, denn er hat eine dunkle Energie in sich. Meine Mutter und meine Pateneltern wussten nicht, dass mein Vater über Selbstmord nachgedacht hatte. Er konnte mit den Dingen, die er in Vietnam tun musste, nicht leben, und die dunkle Energie oder der Dämon, den er umarmte, um am Leben zu bleiben, war jetzt nur eine Last. Eine unversöhnliche, unerbittliche Last auf seiner Seele. An diesem Tag gab mein Vater dem Wunsch von Bea nach. Sie riefen Mercedes herbei, um beim Gebet zu helfen. Meine Mutter, mein Vater, Bea, Dave und Mercedes saßen am Esstisch. Es war ein runder Tisch mit einer Kerze und Blumen in der Mitte. Bea ersetzte die Kerzen und die Blumen durch ein Räucherstäbchen und zündete es an. Bea wies sie an, sich an den Händen zu halten und unter keinen Umständen loszulassen. Sie sollten die Augen geschlossen halten und sich auf die Worte konzentrieren, die sie zum Gebet sprach. Der nächste Teil ist aus der Sicht meiner Mutter, denn mein Vater erinnert sich an nichts. Bea und Dave fingen an, das Gebet des Herrn zu rezitieren und gingen dazu über, über die Macht und die ewige Güte Gottes zu sprechen. An diesem Punkt versuchte mein Vater loszulassen. Er begann hin und her zu schaukeln. Während meine Tante weiter über das Licht des Herrn sprach, dass das Böse aus dieser Welt verbrennt, begann mein Vater zu strampeln und meine Mutter wusste nicht, wie sie sich weiterhin festhalten konnte. Er war so viel stärker, aber es fühlte sich an, als ob meine Energie ihre Hände zusammengeschweißt hätte. Bea bekräftigte, dass sie nicht loslassen dürfe. Sie sagte weiter, was immer sie über das Licht und die Liebe des Herrn sagte. Meine Mutter sagte, dass sie noch nie in ihrem Leben ein solches Geräusch gehört hat. Mein Vater fing an, unverständlich zu sprechen, in einem Ton, der nicht von einem menschlichen Stimmapparat kommen konnte. Es waren die unheimlichsten Geräusche, die sie je gehört hatte. Sie hatte schreckliche Angst, konzentrierte sich aber weiterhin auf Beas Worte. Sie sagte, sie habe einen kurzen Blick auf meinen Vater geworfen und sein Gesicht war pure Wut. Es sah ihm überhaupt nicht ähnlich. Sie fing an zu weinen, hielt sich aber an seiner Hand fest. Das ging 2 Stunden lang so weiter. Irgendwann hörte er auf zu strampeln und in Zungen zu sprechen und beugte sich nach vorne, wobei sein Körper nachgab und er über dem Esstisch zusammensackte. Sie legten ihn in das Bett im Gästezimmer meiner Tante und mein Vater schlief 2 ganze Tage lang. Er wachte einmal auf, um auf die Toilette zu gehen, aber es war, als wäre er geistig nicht da. Er war wie weggetreten. Er sagte mir, als er aufwachte, fühlte sich sein Körper wie Sonnenschein an. Er war fröhlich. Der Hass und die Wut waren weg. Die Last auf seiner Seele war verschwunden. Er hatte immer noch schlimme Erinnerungen an den Krieg, die er verarbeiten musste, aber es fühlte sich weiter weg an. Mein Vater hat mir diese Geschichte nur ein einziges Mal erzählt und meine Mutter hat ihren Teil dazu beigetragen. Sie war wütend auf Dad, weil er diese Geschichte erzählte. Als ich älter wurde, nahm das Leben überhand und ich verlor den Kontakt zu Bea und Dave. Aber in meinen späten 20ern fand ich sie auf Facebook und wir telefonierten etwa 1 Stunde pro Woche. Ich erinnerte mich an diese Geschichte von meinem Vater und fragte sie danach: Madrina, kannst du mir die Geschichte erzählen? Sie schwieg lange. Ich konnte hören, wie sie zu sprechen begann und nach einer Silbe wieder aufhörte. Micho, woher weißt du das? Bitte, bitte wiederhole nie, was sie erzählt haben. Es ist passiert, aber ich werde nie darüber sprechen. Dein Vater hatte einen Dämon und ich werde ihn nie wieder in diese Welt zurückholen. Und du solltest das auch nicht. Mein Vater starb am 8. Januar, im Alter von 72 Jahren, weil er ein sturer, alter Mann war und nicht ins Krankenhaus gehen wollte. Meine Mutter drängte ihn immer wieder, aber er weigerte sich. Es wurde immer schlimmer. Irgendwann rief er sie in ihr Schlafzimmer, damit sie ihm half, Batterien für seine Socken zu finden. Zu diesem Zeitpunkt rief sie einen Krankenwagen. Sie schlossen ihn sofort an ein Beatmungsgerät an und betäubten ihn. Er hatte eine Lungenentzündung und eine Blutinfektion. Das hat sein Herz beschädigt. Sein Herz würde nie wieder stark genug sein, um ihn vom Beatmungsgerät zu befreien. Er hatte alle Medikamente ausgeschöpft. Wir ließen ihn gehen. Er war in weniger als 1 Minute tot.
Er hat sich nicht gewehrt. Das war sein Wunsch. Er war von seiner Familie umgeben und hatte ein großartiges Leben. Das Gewicht seiner Abwesenheit ist schwer und wir vermissen ihn sehr. Aber wir wissen, dass er in Frieden ruht. Die Straße. Ich arbeitete in der Nachtschicht und ein Kollege und ich fuhren nach der Arbeit in der Landstraße hinunter, wahrscheinlich gegen 4.45 Uhr. Es war noch dunkel draußen. Ich sah, wie seine Rücklichter heller wurden, als würde er bremsen. Dann wich er in den Straßengraben aus, kam wieder auf die Straße zurück und fuhr weiter. Als ich mich der gleichen Stelle näherte, sah ich diese wirklich große, schwarze Gestalt auf der Straße laufen. Sie bewegte sich in einem sehr seltsamen, unnatürlichen Gang, als ob sie sich im Wind bewegen würde, was aber eindeutig nicht der Fall war. Zuerst dachte ich, es sei eine wirklich große Person, die in eine große schwarze Decke eingewickelt war, denn ich sah weder Arme noch Kopf, nur zwei große Beine und einen Oberkörper. Ich musste auch ausweichen, aber ich kam zum Stehen und das Ding lief an meinem Fahrerfenster vorbei. Es muss etwa 2 Meter groß gewesen sein, denn es lehnte sich nach vorne und war mindestens 1/2 Meter höher als die Oberkante meines Fahrzeugs. Als es hinter mein Fahrzeug kam, konnte ich die Rücklichter sehen, die seine Beine beleuchteten, aber ich konnte keine Details wie Haare oder irgendetwas wie Kleidung ausmachen. Nur große, dicke, schwarze Beine. Ich fuhr die Straße entlang, als es hinter mir war, und sah, dass mein Kollege auf einen Schotterparkplatz fuhr, also hielt ich neben ihm an. Er flippte aus und fragte, ob ich es gesehen hätte und dass es keinen Kopf hätte und anderes Geschwafel. Ich sagte, wir sollten zurückfahren und versuchen herauszufinden, was zum Teufel dieses Ding war. Erst wollte er nicht, aber schließlich fuhr er hinter mir her. Wir fuhren den Weg zurück, den wir gekommen waren, und etwa in der gleichen Gegend lag ein großer, schwarzer Hund quer über der Straße. Viel größer als ein gewöhnlicher Hund, aber er sah tot aus. Er war noch nicht da, als wir weniger als 3 Minuten zuvor dort vorbeigefahren waren. Ich beschloss auszusteigen und nachzusehen, ob er noch lebte oder nicht, und ihn an den Straßenrand zu schieben, weil man nicht wirklich um ihn herumfahren konnte. Plötzlich hob er den Kopf und schaute mich an. Seine Augen leuchteten gelb. Er stieß ein tiefes, rumpelndes Knurren aus und ich blieb sofort stehen. Er versuchte aufzustehen, schien aber Probleme mit den Vorderbeinen zu haben. Er stand auf und ging weiter auf 2 Beinen, wie ein Mensch. Er stand nur für 1 oder 2 Sekunden auf seinen Hinterbeinen, genug Zeit, um mich anzusehen, aber dann kauerte er sich wieder zusammen und rannte auf 4 Beinen in den Wald. Er ist einfach verschwunden. Mein Kollege stieg aus dem Auto, nachdem das Ding weggelaufen war, und er kam auf mich zu, um mich zu fragen, was das war. Während wir uns unterhielten, sah ich eine Maus zwischen uns stehen. Sie war auch auf ihren Hinterbeinen. Ich stupste sie mit meinem Schuh an und es schien sie nicht einmal zu interessieren. Wir gingen weg und getrennte Wege. Später am Tag wachte ich auf und begann mich mit Werwölfen zu beschäftigen und stieß auf Geschichten über Hundemenschen. Aber dieses Ding hatte normale Hundepfoten. Es sah aus wie ein großer, schwarzer Wolf, aber sein Fell war sehr flauschig. Als jemand, der die meiste Zeit meines Lebens ziemlich skeptisch war, habe ich versucht, das auf logische Weise zu erklären, aber ich kann es nicht. Die Kreuzigung. Am 1. Mai 2011 besuchten 3 Männer das Dundiok-Gebirge in Mongyong, um nach einem Imkerplatz zu suchen. Bei ihrer Suche stießen sie auf einen verlassenen Steinbruch. Zu ihrer Überraschung stießen sie auf einen verstorbenen Mann, der mit Händen und Füßen an ein Kreuz genagelt war und eine Dornenkrone trug. Die Polizei identifiziert den Mann später als seinen 58 Jahre alten Taxifahrer mit dem Nachnamen Kim. Der Zustand der Leiche und ihrer Umgebung war gelinde gesagt bizarr. Der Mann war nur mit weißer Unterwäsche bekleidet. Seine Hände und Füße waren an ein Holzkreuz genagelt und er hatte eine Wunde an der rechten Seite seines Oberkörpers. Auf jeder Seite des Kreuzes, an das der Körper genagelt war, befanden sich 2 kleinere Kreuze. Vor dem Leichnam wurde ein mit Klebeband umwickeltes Seil gefunden. Es wurde ein Stück Papier mit der Aufschrift Jesus Nazarenus, Rex Iudaeorum gefunden, was übersetzt Jesus der Nazarener, König der Juden bedeutet. Vor der Leiche befanden sich außerdem ein Spiegel und eine Uhr. An einem der beiden kleineren Kreuze hing ebenfalls ein Spiegel. In der Nähe des Kreuzes wurden außerdem eine kleine Handbohrmaschine, ein Messer und ein Hammer gefunden. Aufgrund der Komplexität des Zustands der Leiche und der Tatsache, dass die Hände und Füße des Mannes an ein Kreuz genagelt waren, glaubten viele, dass es sich um einen Mord handelte. Der Nationale Forensische Dienst Koreas erklärte jedoch, dass es sich um einen Selbstmord handelte.
Ihrer Meinung nach passierte Folgendes. Der Mann nagelt zunächst zwei große Nägel auf beiden Seiten des größeren Kreuzes ein und befestigt darin Ringe, um Seile und Druckverbände zu halten. Dann bringt er die beiden kleineren Kreuze zu beiden Seiten des großen und hängt einen Spiegel an das rechte Kreuz. Er setzt sich eine Dornenkrone auf und stellt seinen rechten Fuß auf das Holzbrett, das mit dem größeren Kreuz verbunden ist. Er beugt sich vor, um seinen rechten Fuß mit einem Hammer an das Kreuz zu nageln. Dann nagelt er beide Füße vollständig an das Kreuz. Er lässt den Hammer liegen und richtet sich auf, um seine Taille mit Seilen, die er zuvor vorbereitet hat, an das Kreuz zu binden. Dann bindet er auch seinen Hals und seine linke Schulter an das Kreuz. Er benutzt den Spiegel am kleinen Kreuz, um mit einem Messer eine Wunde an der rechten Seite seines Oberkörpers zu verursachen. Danach bohrt er mit der Bohrmaschine Löcher an seine beiden Handflächen. Er gibt den Bohrer auf, legt einen Arm in den Druckverband und setzt den gebohrten Teil seiner Handfläche auf den großen Nagel, den er zuvor eingeschlagen hat. Das gleiche macht er mit dem anderen Arm und der anderen Hand. In dieser Position bleibt er eine Weile. Dann verliert er zu viel Blut aus der Wunde an seinem Oberkörper, was dazu führt, dass er das Bewusstsein verliert, sich nach vorne lehnt und die Knie beugt. Anschließend stirbt er, weil er Druckverband an seinem Hals ihn stranguliert. Während Experten erklärt haben, dass Kim seinen Tod wahrscheinlich ganz alleine herbeigeführt hat, spekulieren viele, dass es zumindest jemanden gab, der ihm bei diesem sehr komplexen Selbstmord geholfen hat. Es gab jedoch keine eindeutigen Beweise dafür, dass sich noch jemand am Tatort befand, da der starke Regen, der sich zwischen dem mutmaßlichen Todesdatum und dem Tag, an dem er gefunden wurde, stattfand, alle Spuren möglicher Besucher verwischt hat. Kim war ein Taxifahrer, der sich 10 Jahre vor seinem Tod von seiner Ex-Frau hat scheiden lassen. Er hatte einen Sohn, von dem er eine Lebertransplantation erhielt. Der Sohn starb leider in jungen Jahren nach der Transplantation und es wird vermutet, dass Kim seinen Tod nur sehr schwer verkraften konnte. Kim lebte in Changwon, einem Ort weit entfernt von Mongyong, wo er gefunden wurde. Nach Angaben seiner Familie und Bekannten hatte er keinen Grund, Mongyong zu besuchen. Seine Mitarbeiter beschrieben ihn als sanft, freundlich und höflich. Sie merkten auch an, dass er nicht religiös war. Und wenn doch, dann hätten sie ihn für einen Buddhisten gehalten. Warum also war sein Tod eine wörtliche Darstellung des Todes von Jesus Christus? Überraschenderweise sind die möglichen Hinweise auf Kims Geheimnis mit einem der drei Männer verbunden, die als erst auf seine Leiche stießen. 2 der 3 Zeugen sind Vater und Sohn, die in der Imkereibranche tätig sind. Sie kamen zufällig nach Mongyong und suchten nach einem Platz zum Imkern. Sie setzten sich mit einem örtlichen Imker mit dem Nachnamen Ju in Verbindung und baten ihn, ihm bei der Suche nach einem Platz zu helfen. Ju schlug den Steinbruch auf dem Berg Dundeok vor und führte Vater und Sohn dorthin. Als sie zum Steinbruch fuhren, kamen sie an das Ende der Straße, also stiegen Ju und der Imkersohn aus dem Auto, um hinaufzugehen, während der Vater am Auto blieb. Als sie sich dem Steinbruch näherten, bemerkte der Sohn etwas Seltsames. Zuerst dachte er, dass jemand eine Schaufensterpuppe an ein Kreuz gehängt hatte. Als sie darauf zuging, sagte Ju dem Sohn, dass er glaubte, es sei ein menschlicher Körper. Nachdem sie gesehen hatten, dass er recht hatte, riefen die Männer in ihrem erschrockenen Zustand die Polizei. Nachdem sie einige Fragen der Polizei beantwortet hatten, verließen Vater und Sohn Mongyong so schnell wie möglich. Sie sagten, sie seien zu erschrocken gewesen, dass sie nicht einmal darüber nachdenken wollten, was sie gesehen hatten. Ju hingegen zeigte eine völlig andere Reaktion. Kurz nach dem Vorfall veröffentlichte er einen Beitrag über das Erlebnis in einer von ihm betriebenen Online-Community. Dieser Beitrag, der bis heute im Internet zu finden ist, enthielt unzensierte Fotos, die er persönlich von der Szene und der Leiche gemacht hatte. Ju schien eine Art Ehrfurcht vor dem, was er sah, zu haben. In dem Post schrieb Ju: Was hat dich in diesen Zustand versetzt? Wolltest du wieder ein Opfer für all die Sünden bringen, die die korrupte Welt verursacht hat? Oder wolltest du den Schmerz von Jesus Christus selbst erleben, als er vor 2000 Jahren starb? Auf der Polizeiwache hörte Ju offenbar, wie die Polizisten sagten, Kim sei ein Taxifahrer aus Changwon. Nachdem er die Polizei gefragt hatte, ob es sich bei dem Toten wirklich um einen Taxifahrer aus Changwon handelte, sagte er, er habe den Mann schon einmal getroffen. Er erklärte weiter, dass Kim ein Mitglied der Online-Community war, die Ju betrieb, und dass Kim ihn 2008 in Mongyong besucht hatte. Die von Ju betriebene Gemeinschaft war religiös und vertrat pseudo-christliche Überzeugungen, die von der Hauptströmung des Christentums abwichen. Ju war auch ein ehemaliger Pastor. Er behauptete, Kim habe ihm bei ihrer Begegnung im Jahr 2008 gesagt, er halte sich für Jesus Christus. Ju zufolge dachte er, dass Kim die in seiner Online-Community veröffentlichten Lehren falsch interpretiert haben könnte und sagte ihm, dass eine Person nicht selbst Jesus sein könnte. Später gab Ju an, dass er Kim bei ihrer Begegnung den verlassenen Steinbruch gezeigt hatte. Die Ermittler überprüften Ju und seine Online-Community. Sie konnten keine Beweise für eine weitere Kommunikation zwischen den beiden Männern nach ihrer letzten Begegnung finden. Auch andere Bekannte von Kim wurden befragt.
Auch wenn noch viele Fragen offen sind, ob jemand anderes an Kims Tod beteiligt war, deuten die vorangegangenen Ereignisse darauf hin, dass Kim höchstwahrscheinlich freiwillig starb. Der Besitzer eines Holzgeschäfts bestätigte, dass er Kim das Holz für die Kreuze verkauft hatte. Kims jüngerer Bruder gab außerdem an, dass Kim einen Monat vor seinem Tod einen neuen Geländewagen gekauft hatte. Es wurde auch festgestellt, dass Kim einen Monat vor seinem Tod seinen Job gekündigt und sein Haus verkauft hatte. Unabhängig davon, ob jemand anderes daran beteiligt war, finde ich den Fall unglaublich traurig, weil ich glaube, dass dieser Mann in seinem Leben viel emotionalen Schmerz erlitten hat. Lass mich doch wissen, was du denkst. Bis dahin bleibt der Fall ungelöst. Im Wald. Es geschah vor etwa 2 Jahren. Ich, mein Verlobter und mein bester Freund beschlossen, zu diesem beliebten Wanderweg in unserer Nähe zu gehen. Der Weg führt zu einem riesigen Felsen, der von einer Klippe herabhängt. Und dort hat man einen schönen Blick auf die Stadt, in der ich wohne. Es ist ein weiter Weg durch den Wald, man geht den größten Teil der Wanderung auf demselben Weg geradeaus, dann macht er eine scharfe Kurve, wird dünner und sehr steil. Man muss diesen Teil hochwandern, dann erreicht man ein offenes Feld. Man kann den Felsen über sich sehen, man muss einen weiteren Pfad hinaufklettern, der zu dem Felsen führt. Obwohl die Wanderung lang ist, ist der Weg sehr einfach und man kann kaum etwas falsch machen. Ich bin ihn schon mehrmals gegangen. Ich bin sogar bis weit nach Mitternacht hinuntergewandert, nachdem ich mir am 4. Juli ein Feuerwerk angesehen hatte. Jedenfalls beschlossen wir drei, da wir in der Nähe der Straße, die zu dem Wanderweg führte, spazieren gingen, dass wir ihn besuchen sollten. Es war etwa 19 Uhr, sodass es langsam dunkel wurde. Nach etwa einer Stunde hatten wir die scharfe Kurve immer noch nicht erreicht und beschlossen umzudrehen. Wir hatten alle unsere Taschenlampen an und alles war normal. Wir sind nie vom Weg abgekommen. Der Pfad war ziemlich dunkel und wurde von den Bäumen verschlungen, aber es gab eine Stelle, an der sich die Bäume öffneten und man das gesamte Stadtzentrum der Stadt sehen konnte. Wir kamen zu der Stelle, wo die Lichtung ist, wo man die Innenstadt sehen kann. Aber es sah so aus, als wäre es verkehrt herum. Ich weiß nicht mal, wie ich es erklären soll. Es sah aus, als wäre die Stadt umgedreht worden, so wie man ein Bild auf dem Handy umdrehen kann. Als hätte jemand die Stadt genommen und sie auf den Kopf gestellt. Es war spät und dunkel und wir waren müde vom Laufen, also glaube ich nicht, dass wir es wirklich ernst genommen haben. Ich hatte trotzdem dieses komische Gefühl, das Gefühl, dass alles auf einmal rückwärts lief. Das ist die einzige Art, wie ich es wirklich beschreiben kann. Und wir haben alle dasselbe zueinander gesagt. Mein Verlobter hat als erster etwas gesagt, was seltsam ist, weil er normalerweise der Letzte wäre. Mein bester Freund flippte aus, weil er solche Angst hatte und sagte, dass er sich genauso fühlte. Ich erwähnte, dass die Lichtung seltsam aussah und alle stimmten zu. Wir sollten schon lange am Ausgang sein, aber es fühlte sich an, als würden wir im Kreis laufen. Der Weg fing an, sich aufzulösen, als wäre es nicht mehr derselbe, auf dem wir gelaufen waren, also drehten wir uns zum Felsen zurück, um herauszufinden, wo wir waren. Doch es half nicht. Wir beschlossen, zum Ausgang zurückzukehren, aber der Weg führte uns nicht zum Ausgang. Es war ein ganz neuer Teil des Waldes, den wir noch nie gesehen hatten. Da war eine Art Tür im Boden eingelassen, die so aussah, als würde sie zu einer Art Mine führen. Wir haben versucht, Nachforschungen anzustellen, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass dort eine Mine war. Neben der Tür standen etwa 5 oder 6 weiße Stühle, um die herum weiße Laken auf dem Boden zu liegen schienen. Es gab auch Bierflaschen. Die Stühle waren kreisförmig angeordnet, aber es gab keine Feuerstelle in der Mitte. Jedes Mal, wenn wir versuchten, aus dem Wald herauszukommen, fanden wir uns wieder an dieser Stelle wieder. Natürlich haben wir versucht, Leute anzurufen, aber wir hatten kein Netz. Schließlich, nachdem wir scheinbar im Kreis gelaufen waren, sind wir einfach rausgegangen. Auf einmal waren wir aus dem Wald heraus. Fast sofort, nachdem wir den Wald verlassen hatten, bekam ich SMS von den Leuten, die ich um Hilfe gebeten hatte. Und noch etwas Unheimliches, um dem Ganzen das Sahnehäubchen aufzusetzen. Um 22.32 Uhr wurden 1032 Fotos auf dem Handy meines Verlobten gemacht. Es war so seltsam, die Bilder waren alle nur weiß.
Wir sind ein Jahr lang nicht zurückgekehrt, bis mein Verlobter und ich beschlossen zurückzugehen und zu versuchen, den Weg zu finden. Nur um des Seelenfriedens willen. Wir konnten ihn nicht finden und auch die Tür nicht. Aber was wir fanden, war ein riesiger Fleischwolf. Ich hasse die Wälder so sehr. Es macht mir Angst, wenn ich an Wälder denke, egal wann. Das war eine der schlimmsten Erfahrungen für mich. Sonntag. Vor etwa 15 Jahren war meine Tante, nennen wir sie Anne, ein Teenager und war mit ihrem Onkel, nennen wir ihn Bira, und seiner Familie oben in den Bergen. Die benachbarten Herden begannen nach Norden zu wandern und sie wollten ihre Rentiere holen. Rentiere sind im Winter freilaufende Tiere. Das bedeutet, dass eine Rentierfamilie in eine andere Familie wandern können. Im Laufe des Winters können sich viele Rentiere vermischen und die Hirten müssen ihre eigene Herde in einen Zaun sperren, damit die benachbarten Hirten kommen und ihre eigenen Rentiere zurückholen können. Bira war der Älteste in der Familie, also war er derjenige, der die Entscheidungen traf. Es war Samstag und eine der benachbarten Familien war dabei, stationär zu werden. Sie wollten am Montag auswandern und sie wollten unbedingt ihre Rentiere zurückbekommen, bevor sie abreisten. Aber es gab ein Problem. Viele der alten Sami sind Christen und im Christentum ist der Sonntag ein Tag der Ruhe, an dem nicht gearbeitet werden darf. Das bedeutete, dass sie die Herde am Sonntag nicht in einen Zaun sperren durften. Nach kurzem Überlegen beschloss Bira, dass sie die Herde in den Zaun treiben sollten. Er wollte kein böses Blut mit den benachbarten Familien. Er wollte das nicht an einem Sonntag tun, aber es war wichtig. Am Sonntagmorgen setzten sie sich in Bewegung. Jetzt war die ganze Familie da. Anns Familie kam hinauf, ebenso ihr anderer Onkel und dessen Familie. Am Sonntagmorgen gingen sie los und trieben die Herde zusammen und am Nachmittag war die Herde im Zaun. Auch die benachbarten Familien kamen zum Zaun, jeder nahm sein eigenes Rentier mit. Die Stunden vergingen und als sie fertig waren, war es fast Mitternacht. Während der Arbeit beschloss Bira, einige Kälber in einen separaten Raum zu bringen. Der Winter kann für Rentiere sehr hart sein, besonders für Kälber. Also beschlossen sie, die schwächsten Kälber zu nehmen, sie in einen separaten Raum im Zaun unterzubringen und sie dort zu füttern, bis sie kräftiger werden. Sie nahmen 14 Kälber und entließen sie in den Raum. Nachdem sie mit der Arbeit fertig waren und die Herde wieder in die Berge entlassen hatten, beschlossen sie, sich über Nacht auszuruhen und den Zaun am nächsten Morgen abzubauen. Sie gingen alle in ihre Hütten und legten sich schlafen. Aber Bira konnte nicht schlafen. Er lag nur da und starrte auf das Dach. Er hatte ein ungutes Gefühl in seinem Körper. Es war, als würde ihm etwas sagen, er solle nach den Kälbern sehen. Bira setzte sich auf und zog sich etwas Warmes an. Er ging nach draußen und es war fast stockdunkel. Aber das Wetter war schön, es war nicht kalt. Er beschloss, zum Zaun zu gehen, denn er war nur etwa 300 Meter entfernt. Zum Glück gab es einen Weg durch den Schnee, sodass er nicht durch ihn fliegen musste. Als Bira dann am Zaun ankam, bemerkte er etwas. Es war kein Geräusch zu hören. Er hörte nicht, dass die Kälber da drin herumliefen oder irgendwelche Geräusche machten. Das kam ihm seltsam vor. Als er über den Zaun schaute, rutschte ihm das Herz in die Hose. Sie waren tot. Alle 14 Kälber lagen auf dem Schnee, ohne sich zu bewegen. Ihre Augen waren dunkel geworden, nachdem das Leben ihre Körper verlassen hatte. Schnell kletterte Bira über den Zaun, um nach den Leichen zu sehen. Er nahm eines der Kälber und öffnete die Kehle. Er war besorgt, dass sie am Gras erstickt waren, aber nein, es war nichts in der Kehle zu finden. Er untersuchte sie alle, aber es gab keine Anzeichen dafür. Es gab kein Blut und zwei von ihnen waren im Schlaf gestorben. Bira war traurig, er hatte versucht, die Kälber zu retten, aber jetzt waren sie alle tot. Er beschloss, die Leichen über Nacht liegen zu lassen und sie am Morgen zu entfernen. Als er sich auf den Rückweg machte, hatte er das Gefühl, dass er dort nicht hingehörte, als ob ihn jemand beobachtete. Er kletterte über den Zaun, machte aber einen Fehler und fiel mit dem Gesicht voran in den Schnee. Als er den Kopf hob, riss er die Augen weit auf. Zu seiner Linken, einen Meter von seinem Gesicht entfernt, standen zwei Beine. Er blickte auf und sah eine dunkle, schattenhafte Gestalt über ihm stehen. Die Gestalt begann sich zu bücken, um nach Bira zu greifen. Bira schrie, sprang auf und rannte auf die Hütte zu. Er rannte so schnell er konnte, aber seine Beine trugen ihn nicht mehr. Er fiel und als er zurückblickte, sah er, dass der Schatten hinter ihm lief. Dieses Ding hatte kein Gesicht, aber eine menschliche Gestalt. Er schrie wieder, rannte, aber wieder fiel er. Auf diesen 300 Metern ist er wahrscheinlich 20 Mal gestürzt. In der Hütte schliefen Anne und der Rest der Familie tief und fest. Dann wurde sie plötzlich von einem Schrei draußen wach.
Schnell machte sie das Licht an, dann öffnete sich die Tür. Es war Bira. Anne erschrak und stieß einen lauten Schrei aus. Auch die anderen wachten auf und waren erschrocken über das, was sie sahen. Sie sahen Bira an der Tür stehen, schneebedeckt, die Haare nach oben und die Haut so blass wie der Schnee draußen. Am nächsten Tag gingen sie raus. Sie sahen die Spuren von Bira und wie oft er gefallen war, aber es gab keine Spuren hinter ihm. Sie nahmen ihre Schneemobile und legten alle toten Kälber auf die Schlitten. Dann fuhren sie mit den Leichen in verschiedene Richtungen. Sie verteilten sie im nahegelegenen Wald, damit die Aasfresser und die Erde sich an den toten Kälbern bedienen konnten. Seitdem haben sie nie mehr an einem Sonntag gearbeitet, es sei denn, es war eine Notlage. Die Bestellung. Vorgestern Abend bin ich, 21 weiblich, mit meiner Freundin, die wir Alice nennen werden, in eine Girls-Only-Bar gegangen. Alles lief super, wir tranken einen Drink und einen Shot. Die Bar hatte einen Pool, die Atmosphäre war super, man konnte seine Sachen überall abstellen, ohne dass jemand etwas gestohlen hätte. Kurzum, es war super sicher. Gegen 12:30 verließen wir den Pool und beschlossen, mit der letzten Straßenbahn nach Hause zu fahren, um den Abend mit Netflix ausklingen zu lassen. Natürlich trafen wir auf dem Weg nach draußen auf ein paar betrunkene Männer, die etwas nervig waren. Aber nichts allzu Ungewöhnliches. Wir kommen schließlich bei ihr an, setzen uns und merken, dass wir gegen 1:30 Uhr morgens großen Hunger haben, also bestellen wir uns McDonald's. Der Lieferant rührte sich trotz der Ankündigung, dass er auf dem Weg sei, nicht von der Stelle. Als ich sah, dass er sich nicht bewegte, beschloss ich ihn anzurufen, um herauszufinden, was los war. Beim zweiten Anruf ging er ran. Alles, was er sagte, war irgendwie nicht kohärent. Er begann damit, mir zu sagen, dass er sich geirrt habe und auf den Knopf geklickt habe, um zu sagen, dass die Bestellung geliefert worden sei. Ich sagte ihm, ich verstehe nicht. Daraufhin sagte er, dass die Bestellung nun kommen würde. Das passte überhaupt nicht zu dem, was er gesagt hatte. Wir warteten und Alice fühlte sich ziemlich motiviert, die Bestellung alleine abzuholen, aber ich hatte ein schlechtes Gefühl. Ich zog mir etwas Leichtes über, da ich nicht davon ausging, dass wir lange draußen waren. Ich ging also raus und war diejenige, die mit dem Lieferanten sprechen sollte. Als ich die Tür öffnete, sah ich den Lieferanten auf einem Roller und er sah aus, als wäre er mitten im Gespräch mit jemandem. Ich dachte mir, vielleicht hatte er einen Kumpel dabei, der ihm Gesellschaft leistete. Das kam mir komisch vor. Der Lieferant weigerte sich, mir die Bestellung zu bringen, also musste ich im Regen zu ihm gehen. Ich nahm die Bestellung entgegen und wünschte ihm einen schönen Abend. In der Zwischenzeit war alles hinter mir geblieben, um die Tür offen zu halten. Ich drehte mich zur Tür um und sah, wie der Mann an der Wand sich zum Eingang drehte. Außerdem sah ich sofort, dass er total auf Drogen war und einen Cut auf der Stirn hatte. Seine rechte Gesichtshälfte war blutverschmiert. Ich ging zu meiner Freundin zurück und vermied es, ihn anzusehen, um nicht zu riskieren, dass wir in Schwierigkeiten gerieten. Ich betrat das Gebäude und in der nächsten Sekunde folgte er mir. Wir waren beide in Alarmbereitschaft und ich musste mir was ausdenken. Wir gingen an den Briefkästen vorbei und instinktiv sagte ich, "Oh, die Post, wir haben sie schon lange nicht mehr gecheckt, das sollten wir machen." Alice folgte mir sofort auf meine zittrige Improvisation und antwortete, "Ah ja, du hast vollkommen recht." Wir blieben auf gut Glück vor einem Briefkasten stehen und ich tat ungeschickt so, als würde ich nach den Schlüsseln suchen. Aber er blieb nur hinter uns stehen und machte eine Handbewegung, als wolle er uns gleich schlagen. Wir gingen also sehr unruhig den Flur entlang, mit einer McDonald's-Tüte in der Hand, bis zum Aufzug, immer gefolgt von diesem Unbekannten. Er erzählte wirres Zeug und kam immer näher zum Aufzug. Unauffällig, unter der McDonald's-Tüte, nahm ich den Schlüssel der Wohnung in meine Hand. Ich platzierte die einzelnen Schlüssel zwischen meinen Fingern. Er schrie immer weiter wirres Zeug. Wir drückten auf die Nummer 4, er auf die Nummer 5. Gott sei Dank. Aber nur kurz danach drückte er mehrmals auf den Knopf für das vierte Stockwerk. Wir gingen raus und machten instinktiv dasselbe. Eindeutig nicht auf ihre Wohnung zuzugehen, damit er nicht weiß, wo sie wohnt. Und natürlich folgte er uns. Wir fanden uns in einem Korridor wieder, aus dem es keinen anderen Ausweg gab, als an diesem sehr merkwürdigen Mann vorbeizugehen. Wir sagten ihm, er könne gehen, aber er sagte, er wolle sehen, dass wir gut nach Hause kommen. Wie auf Kommando ging das Licht im Flur aus. Instinktiv drückte ich den ersten Schalter, den ich sah. Doch es war nicht der Lichtschalter, es war eine Türklingel. Der Fremde forderte uns auf, hineinzugehen, und ich antwortete ihm, "Sie sehen doch, dass wir geklingelt haben, wir wohnen hier nicht, also warten wir, dass jemand öffnet." Aber es passierte nichts, also klingelte ich erneut, lange. Es war niemand da.
Nach einem kurzen Hoffnungsschimmer, Hilfe zu bekommen, waren wir wieder allein. Er bestand darauf, dass wir die Tür öffneten. Wir antworteten, dass wir warteten, und Alice sagte, dass sie ihm eine Nachricht schreiben würde, er müsse wohl schlafen, wobei sie von dem angeblichen Kumpel, der hier wohnte, sprach und nutzte den Moment, um ihren Freund zu kontaktieren, der eigentlich bei ihr wohnt, aber an diesem Abend nicht in unserer Stadt war. Wir fragten den Mann, was genau er wollte und warum er das machte. Er sagte, er wolle nach Hause gehen. Er meinte, er wohne in der Wohnung gegenüber. Er sagte, dass er keine Schlüssel habe und auf einen Freund wartete. Er rief schließlich seinen Kumpel an. Währenddessen sagten wir, wenn wir eh warten müssen, können wir auch rauchen gehen. Wir nahmen die Treppe und ich sagte meiner Freundin, sie solle im dritten Stock stehen bleiben, anstatt wirklich rauszugehen. Sie sagte mir, dass es im ersten Stock einen Hof gäbe, also rannten wir nach draußen und machten so wenig Lärm wie möglich. Wir landeten im Hof, ohne einen Ort, an dem wir uns wirklich verstecken konnten. Ich rief die Polizei und versuchte ruhig zu bleiben. Der Polizist sagte, sie schicken jemanden vorbei. Alice und ich waren erleichtert, aber das kleinste Geräusch ließ uns zusammenzucken. Auch wenn es nur 5 Grad draußen war, ließ mich die Angst mehr zittern als die Kälte. Wir gingen zu einem weiteren Hintereingang. Alice und ich standen im Schatten, man konnte zwar die beleuchtete Gasse auf der anderen Seite des Tores sehen, aber wir waren kaum zu erkennen. Ab und zu entsperrte ich jedoch ihr Telefon, um zu sehen, ob sich die Polizei bei mir gemeldet hatte. Das Telefon leuchtete auf, als ich nachsehen wollte, ob es Neuigkeiten gibt, und in diesem Moment kamen 2 Männer vorbei. Sie sahen uns im Leuchten des Telefons. Sie fingen an, nach uns zu suchen, ohne Erfolg. Ich rief erneut die Polizei an, weil ich schon eine halbe Stunde her war, und sie sagten mir, dass es noch länger dauern würde, aber sie würden anrufen, wenn sie da wären. Wieder dieses erschreckende Gefühl, wirklich allein zu sein, ohne Hilfe. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Ex-Freund, Tyler. Ich beschloss, ihn anzurufen. Er war zwar genervt, weil es 2 Uhr morgens war und er in 2 Stunden aufstehen müsste, aber er sagte, dass er kommen würde. Etwa 20 Minuten später, die uns wie eine Ewigkeit vorkam, kam Tyler endlich an. Er brachte uns zu seinem Auto. In seinem Auto warteten wir, bis die Polizei kam. Sie inspizierten das Gebäude und es war natürlich niemand mehr da, aber sie teilten uns mit, dass es nicht verwunderlich sei. Wir bedankten uns bei den Polizisten und bei Tyler, bevor wir in die Wohnung gingen. Dann lagen wir uns weinend in den Armen und brabbelten 2 Stunden lang. Ich weiß nicht, ob der Lieferant dem Fremden geholfen hat, was die Ungereimtheiten und die Tatsache, dass sie sich zu unterhalten schienen, erklären würde, oder ob es ein Zufall war. Eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Sicher ist, ich bestelle nie wieder bei McDonald's. Ruhe in Frieden. Ich bin eine 48-jährige Frau, die zum Zeitpunkt der Geschichte zum ersten Mal verheiratet war. Diese Geschichte fand am 3. September 2005 statt. Ich hatte zu der Zeit eine 14-jährige Stieftochter, die ich der Einfachheit halber Justine nennen werde, und leider war sie ein sehr gestörtes junges Mädchen. Ich verletzte mich auf der Arbeit und konnte nicht mehr als Rettungssanitäter arbeiten. Ich tat mein Bestes, um Justine zu unterstützen, sie zu disziplinieren und zu lieben, aber der Verlust meines Traumberufs bereitete mir großen emotionalen Schmerz. Ihre leibliche Mutter war schwer drogenabhängig und obwohl ihr Vater Mike seit vielen Jahren drogenfrei war, war er immer noch extrem egozentrisch und hatte die Angewohnheit, Justines emotionale Schwierigkeiten zu ignorieren. An diesem Tag verbrachte Justine den Tag in ihrem Zimmer. Sie war oft müde, also dachte ich mir nicht viel dabei. Gegen Mittag kaufte ich ihr ein Eis vom Eismann und brachte es ihr in ihr Zimmer. Als ich mit meinem Mann im Wohnzimmer auf der Couch lag, hörte ich, wie oben ihre Stereoanlage eingeschaltet wurde, und wir begannen ein ernsthaftes Gespräch über Justines Wohlbefinden zu führen. Während dieser Zeit hatten wir Gesundheitsamtdienste in Anspruch genommen, weil Justine begonnen hatte, sich nachts aus dem Haus zu schleichen, weil sie fast nicht in die nächste Klasse gekommen wäre und weil sie ein Jahr zuvor, wegen eines sehr ernsten Selbstmordversuchs, einige Zeit in einer geschlossenen verbracht hatte. Die Betreuerin hatte uns gesagt, dass wir jederzeit die Hotline anrufen könnten. Je mehr Mike und ich uns unterhielten, desto mehr machten wir uns Sorgen, dass wir sie aufgrund einiger ihrer Verhaltensweisen nicht schützen könnten, und wir beschlossen, die Hotline anzurufen. Ich erklärte der Person am Telefon alles ganz genau. Sie versicherten mir, dass sie sich mit einem Vorgesetzten in Verbindung setzen würden und dass sich in einer Stunde jemand melden würde. Es war ein Samstag, daher war ich nicht überrascht. Wir beschlossen, sie die Zeit in ihrem Zimmer verbringen zu lassen, bis wir wussten, was bei dem Anruf herauskommen würde. Wir vergaßen die Zeit und beschlossen, etwas fernzusehen, während wir warteten. Nach einer Weile musste ich auf die Toilette und machte mich auf den Weg nach oben. Ich kam bis zum Fuß der Treppe, wo ich die Stereoanlage hören konnte, aber was ich wirklich hörte, machte mir Angst.
Es war eine CD, die immer weiter sprang, aber sie brachte sie nicht in Ordnung. Ich sagte Mike, dass wir nachher sehen müssten. Wir gingen die Treppe hinauf und als wir oben ankamen, war diese nervöse Energie in der Luft. Meine Intuition sagte mir, dass etwas nicht stimmte. Wir betraten ihr Zimmer und es schien leer zu sein. Mike ging quer durch den Raum zu ihrer Stereoanlage und schaltete sie aus. Wir drehten uns beide um ihr Zimmer zu verlassen, ich in Richtung des leeren Zimmers und Mike in Richtung des Schranks, dessen Schiebetüren halb geöffnet waren. Dann hörte ich, wie Mike ein Geräusch machte, das ich nicht genau beschreiben kann. Ich drehte mich zu ihm um und folgte dann seinem Blick zum Schrank. Zuerst konnte ich nicht fassen, was ich da sah. Es war Justine, sie hatte sich in ihrem Kleiderschrank gehängt. Von diesem Zeitpunkt an war es, als hätte sich ein Schalter meinem Gehirn umgelegt. Ich war nicht länger ein Mensch mit Gefühlen, ich war auf Autopilot. Ich sagte Mike, er solle sie hochheben, um mir das Gewicht vom Hals zu nehmen. Ich versuchte kurz den Schal, den sie benutzt hatte, loszubinden, aber ohne Erfolg, also rannte ich los, um meine Traumaschere aus meiner Tasche zu holen. Ich schnappte mir das Telefon und wählte den Notruf. Ich reichte es Mike, damit er mit ihnen sprach, während ich sie losmachte. Ich nahm mir schnell den Schal vom Hals und führte eine kurze Untersuchung durch. Ich tastete nach dem Puls und achtete auf das Heben und Senken ihres Brustkorbs. Ich stellte fest, dass beides nicht vorhanden war. Ihr Kiefer war fest zusammengebissen und ihre Zunge ragte zwischen den Vorderzähnen hervor. Ihre Augen waren leicht geöffnet, aber sie waren stumpf und leblos. Ich wusste, dass sie tot war. Mike war hysterisch, ich versuchte sie wiederzubeleben. Ich versuchte es mit einer Herzrhythmusmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich konnte das Eis schmecken, das ich ihr ein paar Stunden zuvor gekauft hatte. Ich wusste, dass es keinen Sinn mehr hatte, aber ich hörte nicht auf. Ich kannte die Sanitäter, die kamen, ich war erleichtert. Sie kamen herein und sahen uns kurz an. Sie zogen mich sanft von ihr herunter und ich war plötzlich wieder in meinem normalen, emotionalen, menschlichen Zustand. Ich kroch auf Händen und Knien aus dem Zimmer und konnte nur noch schreien. Ich war völlig außer mir. All diese Jahre später vergeht kein Tag, an dem ich nicht die Bilder dieses Tages vor Augen habe. Sie sind immer da. Ein paar Jahre später haben wir uns scheiden lassen. Ich habe am 20. März 2010 wieder geheiratet. Meinem neuen Mann habe ich einen Sohn bekommen. Er ist mein Sonnenschein und lächelt jeden Tag. Da er immer näher an Justines Alter herankommt, fragen mich manche Leute, ob ich mir Sorgen mache. Aber das tue ich nicht. Seine Freude ist so offensichtlich, dass sie ansteckend ist. Außerdem richten wir unser ganzes Leben danach aus, was das Beste für ihn ist. Ich wünschte nur, Justine hätte zwei Eltern gehabt, die sie so behandelt hätten. Jedes Kind hat das verdient. Geblendet. Diese Geschichte passierte, als ich noch Studentin war. Ich wohnte noch nicht mit meinem Freund zusammen und wir hatten zwei verschiedene Wohnungen. Seine Wohnung lag im Stadtzentrum, das heißt direkt neben der Uni. An einem dieser Abende beschlossen wir uns eine Pizza zu liefern, und zwar zu ihm nach Hause. Er wohnte in einem kleinen Gebäude, in dem es nur drei kleine Wohnungen gab, also nur drei Mieter, Studenten oder junge Berufstätige. Unten im Gebäude gab es einen Krebsladen und der Besitzer war sehr nett. Wir fühlten uns super wohl in dem Gebäude und außerdem sicher, denn man brauchte unbedingt einen Ausweis, um hineinzukommen. Außerdem machte der Besitzer unten immer eine Runde, wenn er abends sein Lokal verließ. Mein Freund holte die Pizzen ab und trug sie in den obersten Stock, wo er gewohnt hatte. Wir aßen, schauten uns seinen Film an und alles lief gut. Gleich danach gingen wir zu Bett, weil sowohl er als auch ich am nächsten Tag etwas zu erledigen hatten. Es war eine Art Schlafecke in seiner Wohnung, in der man eine steile Treppe hinaufsteigen musste und nur Platz für eine Doppelmatratze war. Gegen 3 Uhr morgens wurde ich von dem Blitz eines Telefons geweckt. Der Blitz traf mich mitten ins Gesicht und ich fühlte mich zunächst nicht besonders beunruhigt. Ich war von dem Licht völlig geblendet und sah nur eine Silhouette, aber ich stellte mir nicht allzu viele Fragen. Da die Decke des Zwischengeschosses ziemlich niedrig und die Treppe sehr steil ist, dachte ich mir, dass mein Freund wohl von der Toilette zurückgekommen war und das große Licht nicht anmachen wollte, um mich zu wecken. Im Grunde war es in meinem Kopf glasklar. Ich streckte meine Arme nach der Gestalt aus, als wollte ich sagen, komm ins Bett. Aber die Silhouette bewegte sich nicht. Ich bewegte mich im Bett rückwärts, um meinem Freund Platz zu machen, und dann gefror mir das Blut in den Adern. Als ich im Bett nach hinten rutschte, merkte ich, dass ich mich gerade an den schlummernden Körper meines Freundes gedrückt hatte.
Die Gestalt auf der Treppe, die sich mit dem Licht in der Hand nicht bewegte, war also nicht mein Freund. In diesem Moment gingen in meinem Kopf viele Dinge vor sich. Ich dachte, was wäre, wenn ich ihn schubse, aber das war keine gute Lösung. Der Mann würde sich den Hinterkopf aufschlagen und sterben. Ich zögerte, meinen Freund durch meine Schreie zu wecken. Ich wollte nicht, dass diese Nacht zur schlimmsten Erinnerung seines Lebens wird, aber das konnte ich nicht allein bewältigen. Um nicht von der Gestalt entdeckt zu werden, versetzte ich meinem Freund unter der Decke einen Faustschlag, um sicherzugehen, dass ich ihn aufweckte. Das tat er auch. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr sich die Sekunden wie Stunden anfühlten, bevor mein Freund die Situation erkannte. Als ich hörte, wie mein Freund den Fremden anschrie, er solle abhauen, dauerte es ein paar Sekunden, bis der Fremde ruhig die Treppe hinunterging und im Wohnzimmer stehen blieb. Mein Freund wiederholte das Ganze und wir hörten, wie er das Wohnzimmer verließ. Aber es gab keine Gewissheit, dass der Unbekannte wirklich weg war. Ich rief die Polizei und war erschrocken, weil mein Freund die Beherrschung verloren hatte und vor Angst weinte. Während des Telefonats inspizierte ich den Ort des Geschehens. Der Unbekannte war wirklich weg und es gab keinen Diebstahl zu beklagen. Unsere Geldbörsen, die offen herumlagen, waren nicht berührt worden. Unsere PCs, teure Gegenstände, alles noch da. Keine Spuren eines Einbruchs. Wir hatten nur vergessen, die Tür abzuschließen. Wir verstanden nicht, warum er hier war. Wir verstehen nicht, was ihn dazu bewogen hat, hier zu bleiben und uns beim Schlafen zu beobachten. Die Polizei kam, konnte aber leider nicht viel für uns tun. Wir waren schockiert und überprüften immer peinlichst genau, ob die Tür verschlossen war. Mit der Zeit ließ die Angst nach, aber die ersten Nächte nach dem Vorfall waren schrecklich. Der Wald. Ich habe diese Geschichte im Laufe der Jahre vielen Leuten erzählt, Freunden, Familienmitgliedern und sogar Bekannten. Aber ich habe die Einzelheiten immer absichtlich weggelassen, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass ich ein latentes Trauma davon habe. Ich mag es nicht ins Detail zu gehen. Aber heute ist es soweit. Es ereignete sich, als ich allein in einem Wald in Wales zeltete. Das hatte ich schon dutzende Male gemacht und tue es bis heute. Ich glaube, es war im April oder Mai 2013. Das Wetter war für die Jahreszeit ungewöhnlich gut und dies war die zweite von drei Nächten, die ich für meine Reise geplant hatte. Die erste Nacht und der zweite Tag waren großartig. Eine schöne, lange Wanderung mit anschließendem Mittagessen in einem Pub. Ich war zurück in die Gegend gefahren, in der ich übernachtet hatte und war nun wieder in meinem Zelt. Ich ließ mich für die Nacht nieder, las ein Buch, trank ein paar Bier und schlief ein. Es war wahrscheinlich zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Ich war gerade in diesem Zustand, in dem man halb am Schlafen ist und kurz davor ist abzudriften, es aber noch nicht ganz geschafft hat. Langsam wurde ich mir eines melodischen Geräuschs irgendwo außerhalb des Zelts bewusst. Es hörte sich an, als ob eine Person eine Melodie vor sich hinsummte. Nachdem ich ein paar Minuten lang zugehört hatte, war es definitiv jemand, der eine Melodie summte. Und es klang gut. Wenn ich gut meine, meine ich genau das. Es klang wie ein professioneller Sänger oder so. An diesem Punkt machte ich mir fast in die Hose, denn es war einfach unglaublich gruselig, wie in einem Horrorfilm. Ich hatte mein Zelt zu diesem Zeitpunkt noch nicht verlassen und das Brummen war nicht lauter geworden, es war nur ein entferntes Hintergrundgeräusch. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber ich wusste, dass ich nicht ewig dort bleiben konnte, also nahm ich den Mut auf, mein Zelt so langsam und leise wie möglich zu öffnen, um zu sehen, ob ich etwas sehen oder sagen konnte, woher das Geräusch kam. Innerhalb von 5 Sekunden, nachdem ich meinen Kopf aus dem Zelt gestreckt hatte, hörte das Brummen auf. Es wurde nicht leiser oder so, es hörte abrupt auf, als hätte jemand bei einer Aufnahme auf Pause gedrückt. Ich war immer noch sehr nervös, aber zu diesem Zeitpunkt nahm ich an, dass es genau das war. Jemand, der Alleinreisende mit einer Tonaufnahme einen Streich spielt. Eine andere Erklärung fiel mir nicht ein. Aufgrund dieser Annahme rief ich etwas wie, das ist nicht witzig, verpiss dich, wodurch ich mich etwas besser fühlte, weil es sich anfühlte, als hätte ich das Problem angesprochen. Ich wartete noch etwa 10 Sekunden, während mein Kopf aus dem Zelt ragte und es blieb ruhig. Zu diesem Zeitpunkt war ich irgendwie zufrieden, also ging ich wieder rein. Als ich nach dem Reißverschluss griff, fing das Brummen jedoch wieder an. Dieselbe Melodie, aber viel lauter, viel näher und aus der entgegengesetzten Richtung. Mir wurde ganz flau im Magen, denn es war unmöglich, dass sich jemand von der ersten Geräuschquelle zur zweiten bewegt hatte, ohne dass ich etwas gesehen oder gehört hätte. Es war vollkommen still im Wald, nicht einmal ein Windhauch wehte gegen die Blätter. Ja, es war dunkel, aber dank des Mondlichts konnte ich trotzdem kurze Entfernungen erkennen. Im Hinterkopf machte mein Unterbewusstsein jedoch eindeutig Überstunden und versuchte das Ganze zu rationalisieren.
Ich dachte mir, dass es mehrere Scherzkekse sein mussten. Ich stürmte wütend aus dem Zelt in Richtung des nun recht lauten Geräusches. Ich stand aus dem Zelt auf, drehte mich in Richtung des Geräuschs und war bereit, den Verursacher anzuschreien oder sogar anzugreifen, falls nötig. In diesem Moment sah ich diese humanoide Gestalt, die sich in etwa 15 Fuß Entfernung von mir gegen die Baumgrenze abzeichnete. Es war eine große, dünne Gestalt, die wie ein Mensch geformt war, aber viel zu groß und völlig falsch proportioniert. Sie war riesig, ich würde schätzen, dass sie über 2 Meter groß war. Die Gliedmaßen waren unnatürlich lang, als hätte man sie in alle Richtungen gestreckt. Der Kopf wirkte sehr klein und rund. Ich glaube, die Figur hatte eine graue Farbe. Ich konnte nicht viel von dem Gesicht erkennen, es schien in Schatten gehüllt zu sein. Ich konnte definitiv keine Merkmale wie Augen, Mund oder Nase erkennen. Es stand ganz still und blickte direkt auf mich zu. Es schwankte ein wenig hin und her. Dies war ein echtes, lebendiges Wesen. Das weiß ich mit Sicherheit. Es war keine Illusion, keine Requisite oder ein Schabernack. Dieses Ding stand mir direkt gegenüber und war sich meiner Anwesenheit bewusst. Ich war gelähmt vor Angst. So etwas habe ich noch nie zuvor oder danach gefühlt. Ein Urschrecken, der mich kalt werden ließ, zitternd, einfach nur dastehend, im wahrsten Sinne des Wortes unfähig, mich zu bewegen. Ich erinnere mich deutlich daran, dass ich dachte, dass ich weg muss, aber ich konnte meinen Körper nicht bewegen. So viel Angst habe ich noch nie gehabt. Als ich dieses Wesen zum ersten Mal erblickte, hörte das Summen auf und sofort fing es wieder an zu summen, aber kein Lied. Es fing an, leise meinen Namen zu summen, mit etwas, das ich wie meine Stimme anhörte. Aber irgendwie klang es falsch. Es war nicht richtig, die Silben waren falsch. Es klang, als hätte es versucht, einen Menschen zu imitieren. Das kann nicht länger als 10 Sekunden gedauert haben, aber es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Ich schaffte es, mich umzudrehen und so schnell wie nie zuvor in die entgegengesetzte Richtung zu rennen. Etwa 2 Minuten lang sprintete ich buchstäblich durch den Wald, nur mit meinen Socken und meinem Schlafanzug bekleidet, ohne einen anderen Gedanken als den, Abstand zwischen mich und dieses Ding zu bringen. Ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich lief oder wie ich es zurück zu meinem Zelt schaffen würde. Als ich schließlich stehen blieb, lehnte ich mich einfach an diesen Baum und keuchte eine Ewigkeit lang. Der Wald war immer noch völlig still. Ich musste etwa 2 Stunden lang an diesem Baum gesessen haben, um zu warten, bis ich meinen Herzschlag beruhigt hatte. Ich wollte nicht zurückkehren, aber ich brauchte mein Telefon und meine Autoschlüssel, um nach Hause zu kommen. Ich machte mich langsam auf den Rückweg. Als ich wieder an meinem Zelt war, schnappte ich mir nur mein Handy und meine Schlüssel und ging so schnell wie möglich zu meinem Auto zurück. Den Rest der Nacht verbrachte ich auf dem Rücksitz mit meinem Telefon und zitterte. Ich versuchte nicht einmal zu schlafen. Sobald die Sonne aufging, schaffte ich es zurückzugehen, meine Sachen zu packen und so schnell wie möglich zu verschwinden. Danach habe ich eine mehr als 2-jährige Pause vom Solo-Camping eingelegt. Das ist meine Erfahrung, macht daraus was ihr wollt. Es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und ich weiß, dass sie es nie mehr tun wird. Ich weiß nicht, was in dieser Nacht mit mir in den Wäldern war, aber es hat mich definitiv gezeichnet. Der Mann in meinem Auto. 8. Mai 2020, 22 Uhr. Heute Nacht habe ich einen Geist gesehen. Ich bin in mein Auto gestiegen, um meine kleine Schwester von ihren Freunden abzuholen. Es war etwa 8 Minuten entfernt. Ich stieg in mein Auto und startete es ganz normal. Sofort, als ich mein Auto betrat, fühlte sich etwas falsch an. Ich schob es auf die Tatsache, dass ich 15 war und ohne Führerschein Auto fuhr, aber ich konnte es einfach nicht ablegen. Wegen dieses beunruhigenden Gefühls machte ich keine Musik an und fuhr schweigend. Ich wollte besonders vorsichtig sein und auf meine Umgebung achten. Ich fuhr durch mein Viertel, in dem ich schon 1 Million Mal war, und aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich das Licht auf der Veranda aus- und einschaltete. Ich dachte mir nicht viel dabei und machte mich weiter auf den Weg zu meiner Schwester. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie das Flutlicht der Garage von jemandem so schnell blinkte, als würde die Glühbirne gleich durchbrennen. Während ich abbremste, schaute ich aus dem Fahrerfenster, um mir das anzusehen. Plötzlich sah ich aus dem Augenwinkel, dass jemand hinter meinem Beifahrersitz im Auto sitzt. Mir blieb das Herz stehen. Langsam drehte ich mich um. Auf dem Rücksitz meines Wagens saß ganz klein Mann, den ich ganz genau beschreiben kann. Sein Kopf war gesenkt, aber er hatte blondes Haar, das zur Seite gescheitelt war und aussah wie Ryan Gosling. Sein Arm ruhte auf der Armlehne an der Tür. Ich kann mich nicht an seine Kleidung erinnern, nur daran, dass seine Augen so eingefallen waren, eigentlich sein ganzes Gesicht. Er hatte eine wirklich lange, spitze Nase und buschige Augenbrauen.
Er war sehr groß und seine Knie waren so hoch, dass sie im Grunde seine Brust erreichten. Er sagte nichts, aber ich konnte sehen, wie sie seine Brust hob und senkte. Er war da und ich konnte jedes Detail von ihm sehen. Es war auf keinen Fall meine Einbildung. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, war er weg. Ich sah ihn nicht wegschweben oder so etwas, er war einfach nicht mehr da. Ich habe mein Auto auf der Straße gepackt und bin ausgestiegen. Ich war so verwirrt und davon überzeugt, dass ein lebender, atmender Mann gerade in meinem Auto war. Als ich ihn angesehen hatte, hatte ich das Gefühl, in Gefahr zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass er mich verletzen wollte. Es war bösartig. Ich stieg wieder in mein Auto und fuhr weiter zu meiner Schwester. Ich holte sie ab und wir fuhren los. Ich hielt die Tränen zurück und zitterte wie Espenlaub. Dieser Mann machte mir Angst. Ich kam nach Hause und brach in Tränen aus, als ich versuchte, diese Geschichte zu erzählen. Seit das passiert ist, war ich bei einem Medium und habe das Auto verkauft. Ich konnte nicht mehr damit fahren. Geister. Mein allererstes Erlebnis hatte ich, als ich 7 Jahre alt war und wir gerade in ein kleines Bauernhaus in New Hampton, New York gezogen waren. Das Haus steht immer noch, wenn auch in baufälligem Zustand. Als wir einzogen, war es voller Spinnweben, schmutziger Fußböden und der Dachboden voll mit Dingen, die sie nicht haben wollten. Wir fanden Puppen aus den 20er Jahren, alte Zeitungen und sogar eine ganze Serie von Life-Magazinen in tadellosem Zustand. All das durfte meine Mutter verkaufen. Es dauerte Wochen, bis wir die Räume von all den Kisten befreit hatten. Als wir endlich unsere Betten hineinstellen konnten, hatten wir keine Vorhänge an den beiden Fenstern zu meiner Rechten, unter denen meine Schwester schlief. Der Mond schien hindurch und leuchtete bis an den Rand meines Bettes. Wir hatten diese dünnen Decken mit einem Rand aus Seide darauf. Ich lag da unter meiner dünnen Decke und hoffte, dass der Schlaf mich finden würde. Gerade als ich einzuschlafen begann, hörte ich ein schweres Atmen, das von der rechten Seite kam, unten hinter den Fenstern. Es bewegte sich langsam auf mich zu. In der Annahme, es sei meine Schwester, rief ich: "Hör auf!" Es wurde still und ich schlief ein. In der zweiten Nacht, als meine Schwestern tief und fest schliefen, begann das schwerfällige Atmen erneut. Es war rasselnd und bewegte sich langsam auf mich zu. Ich setzte mich auf, schrie wieder, dass es aufhören sollte und legte mich wieder hin. Doch dieses Mal hörte es nicht auf. Es schien nur schwerer und dunkler zu werden und näher an mich heranzukommen. Ich setzte mich wieder auf, der Vollmond beleuchtete den Bereich des Zimmers, in dem das Atmen war. Ich dachte, dieses Mal würde ich sehen, welche Schwester versucht mich zu erschrecken und schrie Stopp. Doch da war nichts, außer diesem schrecklichen, dunklen, rasselnden und verzweifelten Atem. Ich legte mich schnell hin und deckte mich mit der dünnen Decke zu, entsetzt darüber, wie der Atem näher an mein Bett kroch. Zentimeter für Zentimeter. Ich kann mich nicht erinnern, eingeschlafen zu sein. Ich weiß nur noch, dass es neben meinem Bett blieb und ich zu viel Angst hatte, um hinzusehen. In der nächsten Nacht das Gleiche, aber diesmal war es schneller. Wieder schrie ich nach meiner Schwester, sie solle aufhören. Wieder warf der Mond sein Licht auf das Zimmer und da war nichts. Als es näher an mein Bett kam, konnte ich es kristallklar hören, aber ich konnte nichts sehen. Wieder zog ich mir die Decke über den Kopf. Letzte Nacht hatte es funktioniert. Ich betete, dass es wieder klappen würde. Aber dieses Mal kam es immer näher. Es wurde immer verzweifelter und grotesker. Es stand jetzt neben meinem Bett, beugte sich vor und atmete schwer. Plötzlich spürte ich den heißen Atem auf meinem Gesicht. Ich hielt die Luft an, doch es war nicht mein Atem. Es war seiner. Ich schrie entsetzt auf und rannte so schnell ich konnte. Meine Familie konnte mich nur schwer beruhigen, denn ich wusste, dass das, was ich erlebt hatte, echt war und erschreckend. In den 6 Jahren, die wir in diesem Haus lebten, ging ich nie wieder in dieses Zimmer. Nicht ein einziges Mal habe ich diese Schwelle überschritten. Kurz nach meinem Erlebnis fanden wir heraus, dass der alte Mann, der dort jahrelang allein lebte, nachdem seine Frau verstorben war, in diesem Zimmer inmitten seines Hortes von Kisten starb. Keiner meiner Schwestern hatte dieses Erlebnis. Ich hatte es nie wieder, aber ich mied diesen Raum wie die Pest. Diese Erfahrung hat mein Interesse an dem geweckt, was uns heimsucht. Ich werde es nie vergessen. Ich bin jetzt 62 Jahre alt und kann mich immer noch an das Gefühl erinnern. Liebe.
Es war damals mein letztes Jahr an der Highschool und ich traf mich hinter dem Rücken meiner Eltern mit einem Jungen. Die hatten meine Brüder, meine Schwester und mich sehr streng erzogen. Also keine Freunde oder Freundinnen oder besser gesagt, keine Ablenkung, wie meine Eltern es nannten. Aber wie du wahrscheinlich weißt, ist die Liebe manchmal stärker als unser Wille. Als ich mich also verliebte, konnte ich mich nicht dazu durchringen, meinen Eltern zu gehorchen. Also beschloss ich, mich heimlich mit meinem Freund zu treffen. Es gibt nichts Besonderes zu dieser Beziehung zu berichten, außer dass meine Eltern sie schließlich entdeckt haben. Das war ein sehr unangenehmer Moment für mich, denn sie haben es mir einfach verboten, ihn wiederzusehen. Ich war so wütend, dass ich daran dachte, wegzulaufen, und mein Freund, der wirklich keinen guten Einfluss auf mich hatte, ermutigte mich noch mehr dazu. Als es dunkel wurde, schnappte ich mir also einen Rucksack und machte mich auf den Weg. Ich musste mich beeilen, denn ich wusste, dass meine Eltern es bald herausfinden würden, und da ich in einem sehr kleinen Dorf wohnte, würden auch die meisten Einwohner bald nach mir suchen. Mein Freund und ich hatten einen Plan ausgeheckt. Ich sollte mich mit ihm im Nachbarsdorf treffen, wo er wohnte. Aber ich wusste nur, dass dieser Ausflug nicht ewig dauern würde. Und ich war so wütend auf meine Eltern. Noch mehr als meinen Freund zu sehen, wollte ich mich vor allem an meinen Eltern rächen. Ich wollte, dass sie Angst haben, dass sie es bereuen, dass sie so streng mit mir waren. Wenn sie mich in den Armen meines Freundes finden würden, dann wäre es noch schlimmer als vorher. Ich wollte, dass sie glauben, dass ich verschwunden sei, dass mir etwas passiert sei. Ich wollte ein paar Tage lang verschwinden. Ohne zu wissen, wie ich das anstellen oder wo ich mich während dieser Zeit verstecken sollte, ging ich in die entgegengesetzte Richtung, von wo aus ich meinen Freund treffen sollte, und drang in den Wald ein, der an unser Dorf grenzte. Ich ging mit meiner Taschenlampe durch den ganzen Wald, da es stockdunkel war. Nach mehr als der Hälfte des Weges begann ich zu bereuen, dass ich mitgekommen war, denn ich bekam Angst, allein im Wald mitten in der Nacht. Aber es war zu spät, um umzukehren, denn der Ausgang des Waldes war nicht mehr weit entfernt und es hätte mich mehr Zeit gekostet, umzukehren. Als ich endlich aus dem Wald heraus war, gab es zwei mögliche Wege. Entweder rechts oder links an der Straße entlang oder durch den Tunnel auf der anderen Straßenseite. Da ich mich in der Gegend gut auskannte und wusste, dass ich auf der Straße wahrscheinlich von jemandem entdeckt werden würde, der nach mir suchte, war meine beste Option der Tunnel, der etwa 2 Kilometer lang war und in die Stadt führte. Dummkopf, der ich war, dachte ich könnte mich in den Tunnel setzen und warten, bis ich herausgefunden hatte, wohin ich gehen sollte. Da würde mich wenigstens niemand finden. Wenn jemand in den Tunnel käme, könnte ich mich einfach hinter den Bergen von Müll verstecken, die am Rand des Tunnels lagen. Tatsächlich lagen hier und da alte Möbel, Müllsäcke und Rollcontainer herum. Ich begann also meine Reise durch den Tunnel, immer mit meiner Taschenlampe. Im Inneren des Tunnels konnte man gar nichts sehen. Nachdem ich eine halbe Stunde lang gelaufen war, hörte ich Geräusche, die von vorne durch den Tunnel hallten. Ich blieb stehen, um besser hören zu können. Jemand war da. Da ich mich aber in einer Kurve befand, konnte ich ihn nur hören, aber nicht sehen. Zumindest konnte ich auch nicht gesehen werden. Während ich meine Lampe herunterdrehte, lauschte ich auf die Geräusche, an die ich mich wahrscheinlich immer erinnern würde. Ich hörte einen Mann, der in seinen Bart schimpfte, und ich hörte auch das Klicken von Metall und das Rascheln von Müllsäcken. Als ich weiter hinhörte, wurde mir klar, dass der Mann Müllsäcke aufschlitzte und dass die Metallklickgeräusche von einem einziehbaren Messer stammten, das er jedes Mal, wenn er einen Sack aufschlitzte, auf und zu klappte. Dabei sagte er: "Ich werde ihn abstechen, ich werde ihn aufschlitzen. Wenn ich ihn treffe, werde ich ihn aufschlitzen." Gefolgt von einer Reihe von Beleidigungen gegenüber, ich vermutete, einem anderen Mann. Dieser Typ hat es auf jemanden abgesehen. Mir wurde klar, dass ich da weg musste, aber ich war wie gelähmt vor Angst, mein Körper folgte mir nicht. In völliger Panik begann ich zu schluchzen. Ich versuchte mit aller Kraft, die Tränen zurückzuhalten, aber es war unmöglich. Ein Quietschen entwich meiner Kehle. Der Mann hatte mich gehört. Die Geräusche der Müllsäcke hörten auf und ich begann Schritte in meine Richtung zu hören. Der Mann schrie: "Bist du das?" Ich schaltete meine Taschenlampe aus und drückte mich an eine Wand des Tunnels. Ich versuchte, mich nicht zu bewegen und kein Geräusch zu machen, aber in meinem Inneren war ich völlig panisch. Ich biss mir fest auf die Lippe, um keinen Laut von mir zu geben, und die Tränen kullerten mir vor Angst und Schmerz über die Wangen. Die Schritte gingen an mir vorbei und blieben ein kleines Stück weiter stehen. Ich hörte: "Ich werde dich umbringen." Und eine ganze Reihe sehr roher Beleidigungen und Drohungen, die ich hier nicht einmal aufzuschreiben wagen würde. Dann ging der Mann zurück und widmete sich wieder seinen Sorgen mit den Müllsäcken. Während ich leise ging und meine Taschenlampe ausgeschaltet ließ, ging ich also wieder in die Richtung, aus der ich gekommen war. Ich schlich etwa 10 Minuten lang, bevor ich mir erlaubte, zu rennen und in Tränen auszubrechen.
Ich rannte weiter bis zum Ende des Tunnels, dann war ich außer Atem, ging schnell weiter und schaute ständig nach hinten. Ging wieder durch den Wald und hatte noch mehr Angst als vor meinem ersten Besuch, bis ich die Lichter von Lampen und eine Gruppe von Menschen sah. Es handelte sich um meinen Vater, meinen Freund und zwei Nachbarn. Als mein Freund mich nicht traf, geriet er in Panik und ging zu meinen Eltern und erzählte ihnen, was wir vorhatten. Daraufhin hatten sie sich alle auf die Suche nach mir gemacht. Als ich meinen Eltern erzählte, was passiert war, brachten sie es nicht übers Herz, mich zu bestrafen. Später erlaubten sie mir, mich mit meinem Freund zu treffen, immer unter Aufsicht. Heute im Nachhinein und aus Sicht einer Erwachsenen verstehe ich die Entscheidung meiner Eltern. Sie wollten nur mein Bestes. Sie waren einfach nur besorgt, wie alle Eltern. Und mir ist auch klar, wie dumm das Weglaufen von zu Hause war. In dieser Nacht hatte ich Todesangst. Ich weiß nicht, wer der Mann im Tunnel war. Er schien es auf jemand Bestimmtes abgesehen zu haben, also nicht unbedingt auf mich. Aber das will ich ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Kidnapped. Vor kurzem gab es einen Amber Alert und meine Tochter fragte mich, was es mit diesem Piepton auf sich hatte. Für diejenigen, die es nicht wissen, ein Amber Alert wird ausgelöst, wenn ein Kind als vermisst gemeldet wird. Das Gespräch darüber löste eine Kindheitserinnerung in mir aus, bei der ich von ganzem Herzen glaube, dass ich als Kind fast entführt worden wäre. Es passierte, als ich noch ein kleines Kind war, ich schätze so um die 7 bis 8 Jahre. Meine Eltern fuhren mit mir in eine benachbarte Stadt, um einzukaufen. Wir lebten in einer kleinen Stadt auf dem Land, die nicht viel zu bieten hatte, also fuhren wir von Zeit zu Zeit in diese Nachbarstadt, die etwa 45 Minuten entfernt von unserem Wohnort war. Sie hatte einfach mehr zu bieten. Sie fuhren mit mir dorthin, um Schulkleidung einzukaufen, um essen zu gehen, weil die Restaurants besser waren und weil meine Mutter gerne bastelte. Es gab dort verschiedene Handwerksläden und einen Stoffladen, in den sie gerne ging. Auf dieser Reise gingen wir in das Stoffgeschäft, genauer gesagt zu Joanne's Fabrics. Das war ein ziemlich großes Geschäft. Mein Vater saß draußen im Auto, während ich mit meiner Mutter hineinging. Wir befanden uns in einem Bereich mit einer Reihe von Regalen, in denen verschiedene Stoffe hingen. Während meine Mutter die Regale durchstöberte, fing ich an zu wandern, wenn auch nicht weit, nur so weit, dass ich mich selbst umsehen konnte. Wahrscheinlich habe ich mich gelangweilt. Ein merkwürdiger Mann kam auf mich zu. In der einen Minute war ich ganz allein und in der nächsten schaute ich auf und sah diesen Mann. Es war, als wäre er aus dem Nichts aufgetaucht. Ich schaute schnell zu meiner Mutter hinüber. Sie war ein paar Regale weitergerückt, aber ich konnte sie immer noch sehen. Ich stehe also hinter einem Regal mit Stoffen und mir gegenüber, auf der anderen Seite, ein älterer Mann. Dann spricht er mich an. »Hey Kleiner, wie geht's dir?« Ich schwieg, weil mich das völlig überrumpelte. »Wo sind denn deine Eltern? Bist du ganz allein hier?« Ich blieb still und schwieg weiter. »Komm mal her, ich muss dir was zeigen.« In diesem Moment kam er auf mich zu und ging um das Regal herum zu mir. Ich ging schnell in die andere Richtung, aber er blieb stehen und kam in die andere Richtung, als ob er mich in der Mitte treffen wollte. In diesem Moment bekam ich Angst und mir wurde sofort bewusst, dass dieser Mann gefährlich wirkte und versuchte, mich in seine Gewalt zu bringen. »Komm her«, bellte er. Ich zuckte schnell nach links, aber er tat dasselbe. Er hatte diesen wilden Blick in seinen Augen. In welche Richtung ich auch ging, er folgte mir. Nach einigem Hin und Her schrie ich schließlich nach meiner Mutter. Das erschreckte den Mann und er schaute über seine Schulter in die Richtung meines Blickes. Sein Verhalten veränderte sich völlig und es war, als ob alles nur Spaß wäre. Meine Mutter kam zu mir und als wir uns wieder unterhielten, ging der Mann einfach weg. Ich erklärte meiner Mutter, was gerade passiert war. Sie sagte mir, ich hatte das Richtige getan, als ich geschrien hatte. Das ist meine Geschichte. Danke an jeden, der mir zugehört hat. Verfolgt. Diese Geschichte spielt in den frühen 2000ern in einer großen Stadt in den USA. Zu dieser Zeit war ich ein Teenager und besuchte ein örtliches Community College in der Stadt. Dieses College hatte mehrere Standorte. Es gab einen Hauptcampus mit einem Buchladen, einer Cafeteria und allen normalen Verwaltungsgebäuden, sowie vielen größeren Gebäuden mit Klassenzimmern, Labors, Kunstateliers und so weiter. Die kleineren Außenstellen verfügten über Gebäude mit Unterrichtsräumen, aber keine Büros für Lehrkräfte oder Mitarbeiter, die von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Das bedeutete, dass es niemanden gab, der die Dinge überwachte oder für den technischen Support, die Sicherheit oder Ähnliches zuständig war. Dieser spezielle Campus lag etwas abgelegen und die Gegend war im Vergleich zu den benachbarten Straßen karg.
Die meisten Autos, die auf dieser Straße fuhren, waren andere Studenten, die sehr schnell wieder weg waren. In dieser Straße gab es wirklich nichts anderes, also hielten sich dort keine Leute auf. Es gab Shuttlebusse, die die Studenten in einer Schleife zu den verschiedenen Standorten brachten und wieder abholten. Die Busse fuhren alle 15 bis 20 Minuten, sodass man nie sehr lange auf den nächsten warten musste. Außerdem war das Parken am Hauptcampus bekanntermaßen schwierig und teuer, sodass es viel bequemer war, an einem der anderen Campusse einen Parkplatz zu finden und bei Bedarf mit den Bussen zu pendeln. Eine Besonderheit der Busse war, dass man gegen Vorlage des Studentenausweises kostenlos fahren konnte. Zu dieser Zeit wohnte ich in einem Wohngebiet auf einem Hügel, etwa 2,5 Meilen von einem der Campusse entfernt. Dieser Campus verfügte über einen kostenlosen Parkplatz für Studenten, der ebenerdig war, und eigentlich nur eine große Freifläche mit Parklinien auf dem Boden und eine Maschendrahtzone um ihn herum. An diesem Tag bin ich von meinem Haus zur Bushaltestelle am Campus gelaufen, um mit dem Bus zum Hauptcampus zu fahren. Im Laufe des Tages ging alles gut und ich ging zu meinen Kursen. Ich verließ meinen letzten Kurs am späten Nachmittag und frühen Abend, wahrscheinlich gegen 18 Uhr. Ich wartete auf den Bus, um nach Hause zu fahren. Einer meiner Mitstudenten fuhr ebenfalls mit diesem Bus. Ich unterhielt mich mit ihm. Ich bemerkte, dass ein anderer Student mich anstarrte, aber der Bus war voll, also dachte ich mir nichts dabei. Als der Bus den Campus erreichte, begannen die Studenten auszusteigen und ich verabschiedete mich von meinem Mitstudenten, während er in Richtung Parkplatz ging, während ich in die entgegengesetzte Richtung zu meinem Haus ging. Ich hasste es, den kleinen Hügel hinaufzugehen und zur Hauptstraße zu gelangen, weil der Bürgersteig auf beiden Seiten abrupt endete. Als ich den Hügel hinaufging, hielt eine ältere Limousine mit offenem Beifahrerfenster neben mir an und der Fahrer fragte mich, ob ich mitfahren wollte. Ich war schon ein paar Mal von Fremden mitgenommen worden und ich war jung und hatte wohl ein gewisses Gefühl der Unbesiegbarkeit. Ich dachte mir nicht viel dabei und sagte ja. Ich setzte mich auf den Beifahrersitz und schnallte mich an. Ich hatte es bis dahin nicht bemerkt, aber es war derselbe Typ vom Bus. Fast sofort bereute ich meine Entscheidung. Ich hatte bestimmt 10 Sekunden lang auf dem Vordersitz gesessen und darauf gewartet, dass er losfährt, aber er stand einfach nur auf dem Hügel und starrte mich an. Es war mir sehr unangenehm, aber es kam mir vor, als würden Minuten vergehen, bevor ich sagte, die Ampel ist grün, du kannst losfahren. Schließlich fing er an zu fahren. Während er fuhr, war sein Kopf in meine Richtung gedreht und seine Augen waren auf mich gerichtet. Er achtete überhaupt nicht auf die Straße. Langsam fing er an, in den Gegenverkehr abzudriften. Als ihn jemand anhubte, korrigierte er. In diesen Momenten näherten wir uns der Kurve, die einen weiteren Hügel hinauf in die Wohngegend führte, in der ich wohnte. Ich sagte ihm, er solle links abbiegen. Er setzte den Blinker und bog langsam nach links ab. Wir erreichten die Spitze des Hügels und sein Gesichtsausdruck veränderte sich, als würde er fragen, wann er als nächstes fahren sollte. Ich sagte ihm, er könne mich herauslassen. Ich schwang die Autotür auf und sprang aus dem Wagen. Ich schaffte schnell auf den Bürgersteig und überlegte, was ich tun sollte. Ich wollte ihn nicht zu meinem Haus führen. Also blieb ich einfach stehen, während er mich anstarrte. Ich weiß nicht, wie lange wir da standen, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Dann unterbrach er seinen Blick und fuhr weg. Als ich ihn nicht mehr sehen konnte, ging ich nach Hause. Ich hatte großes Glück, dass ich es sicher nach Hause geschafft habe, und zum Glück habe ich ihn nie wieder gesehen. Was mich zutiefst beunruhigt hat, ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass er jemals geblinzelt hat. Hotel. Das war 2008. Meine Tochter, 16, jetzt 31, war All-Star-Cheerleader, was bedeutete, dass wir zu Wettbewerben in den ganzen USA reisten. Wir lebten zu dieser Zeit in Maryland und waren auf dem Weg nach Ohio. Ich beschloss, mit dem Auto zu fahren, statt zu fliegen. Das war viel billiger. Zuerst fuhren wir etwa 8 Stunden, überquerten die Grenze nach Ohio und übernachteten in einem Hotel. Dann standen wir früh auf und fuhren 2 Stunden zum Wettbewerb. Das Hotel war erst ein paar Jahre alt, es war ein Marriott, und sobald wir das Zimmer betraten, sah sich meine Tochter um, ging ins Bad, verließ es und sagte, dieses Zimmer gefällt mir nicht. Ich konnte nicht verstehen, warum sie es nicht mochte. Wir gingen erstmal was essen und kamen zurück, um ins Bett zu gehen. Wieder sagte sie, dass sie das Zimmer nicht mochte, und ich dachte mir, Teenager. Ich schaute noch fern, während sie schon im Bett war. Später machte ich den Fernseher aus, denn er Schlaf nahte, als ich ihr Rascheln in den frischen Laken hörte. Ich lag auf der linken Seite, ihr Bett auf meiner rechten, als das Zischen wieder laut ertönte. Ich drehte mich um und sah eine Gestalt mit dem Laken über dem Kopf. Ich fragte mich, was zum Teufel tat sie da? Schnell wurde mir klar, dass es nicht sein konnte, denn das Laken reichte fast bis zur Decke. Schließlich stürzte es auf den Boden. Ich war so erschrocken.
Ich setzte mich auf, zitternd, verängstigt und verwirrt, schaltete das Licht an und da war meine Tochter, schlafend in ihrem Bett. Ich blieb lange wach, meine Augen suchten ständig den Raum ab. Als ich schließlich einschlief, weckte mich ein dumpfes Geräusch an der Ecke meines Bettes, als ob sich jemand hinsetzen würde. An diesem Zeitpunkt war es Zeit zu gehen. Ich weckte meine Tochter, packte unsere Taschen und wir gingen in die Lobby. Es war 6 Uhr morgens. Als wir am Tisch saßen, sagte sie zu mir, dass sie schlecht geschlafen habe und ich sie wachgehalten hätte. Sie fragte mich, warum ich die ganze Nacht an ihrem Bett gesessen habe und warum zum Teufel ich ihr heute Morgen einen Kuss auf die Wange gegeben hatte. Beide Sachen hatte ich nie getan. Ich weiß nicht, was in diesem Zimmer passiert ist, aber es hat definitiv gespukt. Mein Haus. Im College zog ich bei meiner Mitbewohnerin in ein Haus, das in den 30er Jahren gebaut worden war, und wir fanden heraus, dass der Vorbesitzer hier gestorben war. Kleine Dinge fingen an zu passieren, zum Beispiel die Türklingel, die losging, als ob sie festgehalten wurde, leichtes Klopfen an den Wänden unserer Zimmer, und ich bekam dieses überwältigende Schüttelfrostgefühl von einer Präsenz hier und da. Es war nichts Böses und wir schoben es auf die Rohre in den Wänden, alte Hausgeräusche und fehlerhafte Leitungen, solche Dinge. Die Eltern meiner Mitbewohnerin haben das Haus gesegnet. Von da an wurden die Dinge nur schlimmer. Unter anderem wachte ich eines Nachts mit einer Schlaflähmung auf und im Augenwinkel sah ich eine Schattenfigur. Ich sagte mir immer wieder, ich solle nicht hinsehen, sondern einfach die Augen schließen und wieder einschlafen. Aber mein dummes, kleines Gehirn konnte nicht anders und vor dem Bruchteil einer Sekunde huschte mein Blick hinüber. Die Gestalt bückte sich und kam auf mich zu. Es kostete mich jedes Quäntchen Kraft, mich aus dem Bett zu schälen und in das Zimmer meiner Mitbewohnerin zu gehen. Danach passierte nichts mehr und wir zogen aus. Zurzeit lebe ich im Haus meiner Urgroßeltern auf unserem Familiengrundstück von über 100 unbebauten Hektar, das sich seit den späten 1800er Jahren in Familienbesitz befindet. Ich zog im September bei meiner Schwester ein und war darauf gefasst, hier Dinge zu sehen und zu spüren. Aber es ist nichts passiert. Meine Schwester ist vor 3 Wochen ausgezogen und vor etwa einer Woche fingen die Dinge an zu passieren. Seit etwa einer Woche weckt mich mein Hund gegen Mitternacht auf und knurrt in der Ecke meines Zimmers. Es ist ein tiefes und ängstliches Knurren. Es passierte 2 Nächte hintereinander um dieselbe Uhrzeit. Danach passierte nichts. Am Samstagmorgen wachte ich gegen 11 Uhr auf und ließ meinen Hund raus. Am Tag höre ich ein Klopfen an der Badezimmertür, das sich anhört wie das Klopfen eines Polizisten in einem Film. Ich gehe heraus und es ist niemand da. Am späten Abend bin ich auf der Couch und facetime mit meinem Freund. Ich höre dasselbe Klopfen an der Tür und mein Hund dreht durch. Zu diesem Zeitpunkt bin ich sofort wie gelähmt vor Angst. Ich schaue durch den Vorhang, aber niemand ist da. Ich weiß nicht wirklich, wie ich es loswerden soll, also wenn jemand Hinweise hat, bitte helf mir. Geburtstage. 27. Juli 2018. Ich bin auf dem Weg zur Geburtstagsfeier eines Freundes, der etwa 15 Autominuten von meinem Wohnort entfernt wohnt. Zu diesem Zeitpunkt bin ich bei meinen Eltern und sie haben Urlaub gemacht, um sich zu erholen, sodass ich nur noch Shana, meinen Hund, als Begleitung habe. Ich bereite mich also auf die Party vor, sorge dafür, dass Shana etwas zu trinken und zu essen bekommt und dass alle Eingänge geschlossen sind, bevor ich losfahre. Auf dem Weg halte ich an, um meinen Freund Karl abzuholen, der nur 2 Kilometer von meinem Haus entfernt wohnt. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg zur Geburtstagsfeier unseres Freundes Jean. Es muss gegen 19 Uhr gewesen sein, als wir bei Jean ankamen. Um es ganz einfach auszudrücken, die Geburtstagsfeier dauert bis 21 Uhr und es kommen die meisten unserer Freunde aus der Kindheit und Schulzeit zusammen. Wir verbringen die meiste Zeit damit, den Geburtstag unseres Freundes zu feiern, eine ganz normale Sache. Damals hatte ich meine Freunde aufgrund eines persönlichen Ereignisses, das mich sehr mitgenommen hatte, seit etwa 6 Monaten nicht mehr gesehen und war überglücklich, dass ich an der kleinen Party teilnehmen konnte. Die Gespräche gingen fließend ineinander, als hätten wir uns erst am Vorabend gesehen und schließlich kam das Ende des Abends. Zumindest dachte ich das. 21 Uhr. Mein Freund Jean teilt allen Gästen mit, dass er den Abend fortsetzen möchte, indem er irgendwo essen geht.
Zu diesem Zeitpunkt war ich, wie die meisten anderen Gäste auch, wirklich nicht sehr motiviert, aber wir waren uns sehr schnell einig, dass wir uns für Jean anstrengen müssten. Wir organisierten also, uns in unsere Autos aufzuteilen, damit wir nicht mit 12 verschiedenen fahren müssten. Mit einem McDonald's als Ziel, der etwa 25 Kilometer entfernt war. Ich beschloss, mein eigenes Auto zu nehmen, damit ich mich nicht darauf verlassen musste, dass mich jemand anderes nach Hause brachte, da ich Shana nicht so lange eingesperrt lassen wollte. Karl und Edgar, ein weiterer Freund, stiegen in mein Auto und wir fuhren alle zusammen zu McDonald's. Das Essen verging ziemlich schnell und George stand beschwingt vom Tisch auf und lud uns ein, ihm zu einem Nachtclub zu folgen. Der Nachtclub war etwa 30 Kilometer entfernt. Für mich ist die Entscheidung schnell getroffen, ich werde nicht mitgehen. Erstens, weil es nicht gerade ein Ort ist, der für mich mit angenehmen Erinnerungen verbunden ist, und zweitens, weil ich müde war. Die meisten anderen schienen über meine Entscheidung erstaunt zu sein, vor allem Jean, der darauf bestand, dass ich mitkam. Aber ich hatte wirklich keine Lust. Da auch Karl und Edgar nicht so begeistert von dem Vorschlag waren, beschlossen sie, mit mir nach Hause zu fahren. Ich sitze in meinem Auto, Edgar auf dem Beifahrersitz und Karl, der etwas müder ist als wir, liegt auf dem Rücksitz. Während der Fahrt beschließt Edgar, der im selben Ort wie Jean wohnt, dass er bei Karl schlafen will, um mir Benzin zu sparen, um mich nicht zu ermüden. Die Fahrt verläuft ruhig, wir reden viel Unsinn, was wahrscheinlich an der Müdigkeit liegt. Wir befinden uns auf der letzten großen Geraden vor der Kurve, die zum Ortsschild führt. Nach der Kurve erkenne ich Scheinwerfer eines Autos leuchten, nicht im Abblendlicht, sondern mit Fernlicht, das man von weitem sehen kann. Als ich in die Kurve einbiege, verlangsame ich auf 50 km/h und bereite mich auf die Einfahrt in das Dorf mit seiner Bodenschwelle vor. Wir kommen aus der Kurve und stehen vor dem Auto, das unbeweglich auf der rechten Seite steht, die Scheinwerfer direkt in unsere Gesichter gerichtet, und mein erster Instinkt ist, drastisch zu verlangsamen und auf 10 km/h zu bremsen. Instinktiv denke ich an das Schlimmste, einen Unfall oder einfach, dass der Fahrer am Straßengraben feststeckt, und halte da mitten auf der Straße an. Eine Gestalt sitzt auf der Motorhaube des Autos, wie jemand, der am Rand eines Swimmingpools sitzt und völlig gelassen ist. Ich kann erkennen, dass es sich um einen Mann in den 30ern handelt, mit kurzen, schwarzen Haaren und einem dichten Bart, der den unteren Teil seines Gesichts bedeckt. Trotz des kühlen Abends ist sein Oberkörper nackt, er trägt schwarze Shorts, die seltsam schmutzig aussehen, und an seinen Füßen ein paar Vans. Edgar kurbelt das Fenster auf seiner Seite herunter und beginnt zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Er springt von der Motorhaube, geht leise auf meinen Freund zu, und dann treffen sich unsere Blicke. Ich sehe das Innere seiner Augen, obwohl er nur einen Meter von Edgar entfernt ist, und zum zweiten Mal in meinem Leben schreibt mir mein Instinkt zu, dass ich mich in Gefahr befinde. Mit einer Hand schob ich Edgars Beifahrerfenster hoch, mit der anderen lege ich den ersten Gang ein und fahre langsam los, während ich in den Rückspiegel schaue, um auf seine Reaktion zu achten. Edgar wirft einen Blick in den Rückspiegel und sagt, der Typ war echt komisch. Ich meine, was zum Teufel macht er halbnackt in seiner abgelegenen Gegend? Wir sind nur etwa 30 Sekunden von Karls Haus entfernt. In dieser kurzen Zeit werfen meine Freunde Fragen über Fragen auf, während mein Blick auf das weiße Auto gerichtet bleibt, das sich nicht bewegt. Vielleicht hat er ja eine Leiche vergraben, sagt Karl. Ich parke auf dem Platz, Karl und Edgar steigen aus meinem Auto aus, wir unterhalten uns ein paar Minuten, während ich eine Zigarette rauche. Wir verabschieden uns. Ich steige in mein Auto und der Gedanke, dass ich auf dem Weg nach Hause noch einmal an diesem Typen vorbeifahren muss, klingt immer mehr nach einer beschissenen Idee. Da ich keine Lust auf einen 15-minütigen Umweg auf dem Weg nach Hause habe und mir einrede, dass alles in Ordnung ist, mache ich mein Auto an. Der größte Fehler meines Lebens. Ich verlasse den Platz, fahre auf den Kreisverkehr zu und es ist nicht überraschend, dass der Mann und das Auto immer noch da waren. Bis auf ein Detail. Die hinteren Türen seines Fahrzeugs waren geöffnet, ebenso wie der Deckel eines der Müllcontainer. Und ich sehe, wie er einen kleinen weißen Müllsack, so groß wie die Mülltonne in einem Büro, wegwirft. Dann einen zweiten. Dann einen dritten. Ich fahre auf die Bodenschwelle zu und sehe das Innere seines Autos, das mit einem weiteren Dutzend ähnlicher Tüten gefüllt ist. Unsere Blicke treffen sich, es vergehen nur wenige Sekunden, mein Auto wird langsamer und ich sehe, wie der Typ wie ein Verrückter vor Wut schreit. Er wirft die Tüte, die er in den Händen hält, in den Müllcontainer und schließt die Hintertüren. Ohne eine Sekunde zu verlieren, trete ich das Gaspedal durch und schalte einen Gang nach dem anderen hoch. Ich fahre um die Kurve, beschleunige auf der langen Geraden auf 130 km/h, dann fahre ich in die zweite Kurve und hoffe, ihn abzuhängen. Ich komme vor dem Haus meiner Eltern an, biege in den kleinen Weg, der zum Parkplatz führt, schalte die Scheinwerfer und den Motor aus und lehne meinen Sitz nach unten. Ich fange leise an zu lachen, kann die Dummheit meiner Handlung nicht fassen und denke wie ein Idiot, dass ich wirklich durchgedreht bin. Dass ich mich wegen Karls Witz zu Tode erschrocken habe.
Es dauerte etwa 10 Sekunden, bis ich Scheinwerfer aus der Kurve kommen sah. Gerade genug Zeit, nach meinem Telefon zu greifen und Edgars Nummer zu wählen, als das Auto des Mannes auf der Höhe meines Elternhauses ankam. Ich bin völlig gelähmt, sitze in meinem Auto so gut wie möglich verdeckt und sehe, wie er schreiend aus seinem Auto steigt. Er scheint völlig außer sich zu sein, schlägt heftig seine Autotür zu, tritt gegen sein Fahrzeug, stößt ab und zu einen Schrei aus und plötzlich greift er das Schild neben sich an und holt zu einem Schlag gegen den Pfosten aus. Ich bin fassungslos über diese Szene. Edgar ging in diesem Moment an sein Telefon und ich fasste mich kurz. Wir konnten nur mühsam 2 bis 3 Sätze wechseln, ich stammelte sehr viel und schaffte es kaum, die Flut von Gedanken und Sorgen, die in meinem Kopf trommelten, zu beruhigen. Und als ich dachte, dass die Situation nicht mehr schlimmer werden könnte, tat man das Universum einen weiteren Gefallen und machte sie noch schlimmer. Der Mann hatte sich gerade beruhigt und sein Blick war auf mich gerichtet. Wahrscheinlich hatte er mein Auto erkannt und kam nun langsam auf mich zu. Die Zeit war wie eingefroren. Wir starrten uns ein paar Sekunden lang an, dann rannte er zu seinem Auto und verschwand in der Nacht. Ich schaffte es kaum, eine Zigarette anzuzünden. Ich musste es 5-mal versuchen, bevor ich es schaffte, und fing gleichzeitig an zu lachen und zu weinen. Am nächsten Tag ging ich zur Polizei, um eine Aussage zu machen, ohne große Hoffnung, dass dieser kranke Mann gefunden werden würde. Es wurde keine Leiche gefunden, nichts Illegales. Auch heute noch frage ich mich, was dieser Typ von mir wollte, was passiert wäre, wenn ich mit meinen Freunden angehalten hätte. Jugendlicher Leichtsinn. Der erste Teil dieser Geschichte wurde gelöscht, also werde ich ihn kürzen. In einem Sommercamp, an dem ich und mein Freund ab 2019 teilnehmen würden, werden jeden Sommer Umfragen zu einem bestimmten Thema durchgeführt. Ich und mein Freund haben uns mit 2 Betreuern zusammengetan und sind in die Stadt gefahren. Unser letzter Halt war ein Walmart und wir haben mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen. Am einprägsamsten war der vorletzte, ein älterer Mann, der uns nach unseren Namen fragte und alles über uns wissen wollte. Damals waren wir beide 13 Jahre alt und hatten kaum eine Vorstellung von der Gefahr durch Fremde, also gaben wir gerne Auskunft über uns selbst. Jedenfalls tauchte ein paar Tage später in unseren Freundschaftseinfragen ein Konto mit dem Namen @petsize auf. Der Account likte einen Haufen alter Posts, kommentierte ein Bouquet aus Feuer- und Rosen-Emojis und nannte uns size und sexy. Er schickte sogar einige Nacktbilder. Wir blockierten das Konto und ein paar Tage später war es gelöscht. Wir dachten, das sei das Ende der Geschichte. Das war es aber nicht. Als wir im August endlich wieder zur Schule gingen, hatten wir das Ereignis im Grunde ganz vergessen. Doch wieder, diesmal auf unseren beiden Facebook-Konten, bekamen wir eine Nachricht von jemandem namens @petsize. Ich habe das Konto sofort wieder blockiert, aber erst nachdem er bereits einige unzüchtige Kommentare zu meinen Babybildern abgegeben hatte. Danach haben wir beide mit unseren Eltern über die Situation gesprochen und abgesehen davon, dass wir unsere Konten privat halten mussten, konnten wir nicht viel tun. Die Polizisten zuckten mit den Schultern und sagten, wir sollten die App einfach komplett abschalten. Aber hey, wir sind Teenager. Natürlich haben wir das nicht getan. Im Laufe der Jahre, bis etwa 2021, schickte dieser Mann immer wieder Freundschaftsanfragen von verschiedenen Konten mit ähnlichen Namensvarianten. Es war zwar ein bisschen blöd, aber egal. Anfang 2022 wird es dann allerdings richtig unheimlich. Konten mit den Namen und Bildern unserer Freunde tauchten in unseren Benachrichtigungen auf, also haben wir sie natürlich hinzugefügt, weil wir dachten, es seien unsere Freunde. Wir haben uns geirrt. Fast sofort wurden die meisten unserer Beiträge von diesem Konto geliked oder kommentiert und es gab mehrere DMs mit Nacktbildern. Wir blockierten sie erneut. Dies wurde zu einem wiederkehrenden Zyklus. Konto mit Informationen über Freunde, Bilder und gemeinsame Freunde wurden gehackt. Irgendwann war es soweit, dass wir gar keine Freundschaftsanfragen mehr annahmen. Das letzte Mal geschah dies im Sommer 2022. Der Schwarm gefälschter Accounts hatte etwa 2 Monate zuvor aufgehört und da diese Anfrage eines Schulfreundes echt aussah, beschloss ich es auszuprobieren. Meine Freundin tat es nicht, sie war immer noch misstrauisch, aber ich beschloss es zu probieren. Dieser Account spammte unsere Bilder nicht zu, schickte uns keine DMs, sondern reagierte, wie es jedes normale Schulkind tun würde. Ein Like hier und da bei neuen Beiträgen, ein Like bei einer geposteten Geschichte, aber er hat nie Beiträge kommentiert. Irgendwann fingen seltsame Dinge an zu passieren. Ich postete ein Foto von mir und einer Freundin im Park und ein paar Minuten später fuhr ein weißer Lastwagen auf dem Parkplatz vor. Ich und meine Freundin waren in der Schaukel, im Grunde in direkter Sichtlinie des Parkplatzes. Das Licht des Lastwagens blieb lange Zeit auf uns gerichtet.
Das ging so weit, dass mein Freund und ich uns schließlich Sorgen machten und ängstlich wurden, also sprangen wir von der Schaukel auf und beschlossen stattdessen eine Runde durch den Park zu drehen. Es war 22 Uhr und wir waren die einzigen dort. Wir warteten und streiften fast eine Stunde lang durch den Park, bis der Lastwagen endlich wegfuhr. Dann rannten wir zu meinem Auto und ich fuhr nach Hause, wobei ich immer wieder vorsichtshalber hinter mir schaute. Das Ganze passierte immer wieder. Ich fing an, überall, wo ich etwas postete, einen weißen Lastwagen zu sehen. Irgendwann beschloss ich, einen Blick auf den Fahrer des Lastwagens zu werfen, der jeden Tag nach der Schule in der Nähe der Autoschlange stand. Es war derselbe, wenn auch etwas ältere Mann, wie bei unserer Umfrage im Walmart von 2019. Es war bizarr. Wir hatten nicht damit gerechnet, ihn wiederzusehen, vor allem, weil wir ihn in einer anderen Stadt als unserer kennengelernt hatten. Spulen wir zum letzten Tag unseres gemeinsamen Sommerlagers, Ende Juli 2023, vor. Zu diesem Zeitpunkt war ich immer noch 17 Jahre alt, und da ich älter war als die meisten der neuen Camper, hätte man mich genauso gut für einen Mitarbeiter halten können. Ich fuhr die Kinder jeden Abend ins Lager und wieder nach Hause, und sie bezahlten mir das Benzingeld, also war ich damit einverstanden. Es machte mir nichts aus. An diesem Tag habe ich kurz vor meiner Abreise alle Bilder des letzten Tages am Lagerfeuer gepostet. Leider ging danach mein Handy kaputt. Außerdem hatte einer der älteren Camper, die uns am letzten Tag besuchten, auch kein Telefon, aber er saß auch mit mir im Auto. Auf dem Rücksitz hatte ich drei Camper. Als ich von der Seitenstraße unseres Camps auf die Kreuzung fuhr, wurde die Ampel grün und wir fuhren vorwärts. Auf der Fahrspur neben uns stand ein weißer LKW, der ständig das Licht an- und ausschaltete. Meine beste Freundin, nennen wir sie Anne, hat ein Baby. Sie ging vor uns, als ihr Baby quengelig wurde. Irgendwann sah ich den weißen LKW hinter mir nicht mehr und wurde etwas langsamer. Es war schon fast 9:30 Uhr, so spät, dass die Autobahn zwischen unseren Städten fast leer war. Ich nahm eine etwas kurvenreiche Nebenstraße. Sie war recht schön und ich nannte sie den Umweg. Die Kinder auf dem Rücksitz flehten mich an, den Umweg zu fahren, da es der letzte Tag des Camps war. Danach ließ ich mich von ihnen überreden, mit ihnen durch die reichen Viertel zu fahren, in denen es coole Wasserbrunnen und überdachte Brücken auf den Straßen gab. Offenbar war eine Brücke eingestürzt, sodass wir eine Umleitung fahren mussten. Als wir um den Graben herumfuhren, fuhr ein Auto hinter uns her. Ich hatte mich verfahren und bog rechts ab. Kaum hatte ich das getan, hörte ich hinter mir ein Hupen. Ich war etwas erschrocken, die Kinder auf dem Rücksitz auch. Ich werfe einen Blick in die Seitenspiegel, kann aber außer hellen Lichtern nichts erkennen. Das Auto hinter mir bog ebenfalls rechts ab. Er fing an, die Lichthupe zu machen, laut zu hupen und uns anzuschreien. Er versuchte immer wieder neben uns zu kommen und unser Fahrzeug von der Straße zu drängen. In diesem Moment wusste ich, dass es ernst war. Ich raste die Straße hinunter und fuhr jede Kurve so schnell wie möglich. Da erkannte ich, dass es ein verdammter weißer Lieferwagen war. Irgendwann hatten wir ihn abgehängt. Ich bog ab und hielt an einer Tankstelle an. Wir warteten etwa 20 Minuten, bevor wir zurück auf die Straße fuhren. Nachdem ich sie alle abgesetzt hatte, war ich immer noch etwas zittrig und beschloss zu versuchen, ob mein Telefon jemanden anrufen würde. Der einzige Kontakt, der geladen werden konnte, war Anne. Die nahm ab, aber alles, was ich hören konnte, war ihr Weinen. Ich fragte sie, was los sei. Und siehe da, sie erzählte eine Geschichte, die dem, was mir gerade passiert war, unheimlich ähnlich war. Offenbar begann Annes Baby so laut zu weinen, dass sie sich kaum noch auf die Straße konzentrieren konnte. Also fuhr sie an die Tankstelle, die ich vorhin erwähnt habe. Sie gab ihrem Kind gerade die Flasche, als ein weißer Lastwagen auf dem Parkplatz fuhr. Er versuchte ihr den Weg zu versperren. Er fing an, auch sie zu verfolgen, und sie hatten eine Verfolgungsjagd. Schließlich hängte sie ihn ab. So verrückt diese Geschichte auch klingt, sie ist leider wahr. Damien. Es begann in der 5. Klasse. Ich war kein komplexes Kind. Ich hatte kein Telefon, keine sozialen Medien und ich hatte nur ein Tablet, das ich zu bestimmten Zeiten des Tages benutzen konnte. Meine Eltern waren nicht wirklich streng und da ich die ganze Zeit draußen mit meinen Nachbarn spielte, machte es mir nichts aus. Es sollte mich davor bewahren, süchtig zu werden und eine kurze Aufmerksamkeitsspanne zu entwickeln. Wie auch immer, ein Junge in meiner Klasse, nennen wir ihn Damien, war seltsam. Ich kannte ihn noch nicht lange, aber er war die schlimmste Sorte von Jungen. Er zerrte mitten im Unterricht an den BH-Trägern der Mädchen, machte ein lautes Geräusch und sagte dem Lehrer, die Mädchen würden ihn ablenken. Er hat einen wegen allem verpetzt, vor allem, wenn du ihn nicht in etwas einbezogen hast. Meine damalige beste Freundin, die ich Jay nenne, hatte genau wie ich einen seltsamen Sinn für Humor.
Als wir jünger waren, waren diese gefälschten Chatgeschichten der letzte Schrei auf YouTube. Ich schrieb also einen Haufen davon mit Glitzerstiften auf und wollte sie am nächsten Tag in der Klasse geben, damit sie am Abend etwas Lustiges zu lesen hatte. Da kommt dieser lästige, nervige und unausstehliche kleine Junge, Damien. Er hatte einen Anfall bekommen, weil er sich das Geschenk von meiner Freundin nicht ansehen konnte. Ich schimpfte und bat meinen Lehrer, auf die Toilette zu gehen, damit ich ihm nicht mehr zuhören musste. Während ich weg war, sah Jane offenbar, wie er meine Tasche durchwühlte, und er zog meine Buntstifte heraus und begann, böse Dinge in das kleine Päckchen zu schreiben, das ich meiner Freundin geben wollte. Mit Schlüsselwörtern wie Mord, Töten und anderen Schimpfwörtern, die als unangemessen gelten würden. Als ich zurückkam, rannte er zur Lehrerin und verpetzte mich, dass ich drohte, seine Familie zu töten und seine Freunde zu ermorden. Meine Lehrerin schnappte sich das Päckchen, las es durch, sah mich dann wütend an und schickte mich sofort weg. Meine Eltern wurden angerufen und ich wurde für etwa 3 Tage suspendiert, weil Damien in das Paket mit den gefälschten Texten geschrieben hatte. Nach diesen Vorfällen fand Damien immer wieder kleine Dinge, die er mir unterschieben, mich verpfeifen oder mich einfach nur nerven wollte. Er ging sogar so weit zu behaupten, dass ich und meine beste Freundin lesbisch seien, aber dass ich sie mit einer Sechstklässlerin betrügen würde. Im nächsten Schuljahr spitzte sich das Ganze zu. Wir mussten ständig Tests machen und auf unseren kleinen Blättern, auf denen wir unsere Ergebnisse und die Unterschriften der Lehrer notierten, standen unsere Namen und Adressen. Offenbar hatte Damien meine Adresse abgeschrieben, als ich nicht hinsah, und überredete seine Eltern, ständig zu meinem Haus zu fahren, um einem Freund Hallo zu sagen, obwohl er mich in Wirklichkeit nur beleidigte oder gemeine Zettel in meinen Garten warf. Er machte Fotos von mir, während ich draußen mit Freunden spielte, und zeigte sie mir am nächsten Tag mit der Bemerkung, dass er wüsste, wo ich wohne. Als er anfing, die Fotos von mir auszudrucken und in seiner Schulmappe aufzubewahren, wurde er mir richtig unheimlich. Ich erzählte meiner Lehrerin und dem Direktor davon, aber sie sagten mir nur, dass Jungs so sind, wie sie sind. Sogar meine Eltern glaubten mir nicht und sagten, ich würde mir das nur ausdenken. Er schikanierte mich weiter, machte Fotos, hinterließ Zettel in meinem Garten und in meinem Rucksack und brachte mich bei den Lesetests am Computer durcheinander. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er von mir besessen war, so verzerrt es auch war. Er kommentierte meinen Körper während des gemeinsamen Sportunterrichts und sprach darüber, wie schön es war, mich mit einer blutigen Nase und zersausten Haaren zu sehen. Am Ende der 7. Klasse wurde er mit einigen anderen Jungs im Umkleideraum der Turnhalle mit Zigaretten erwischt, woraufhin seine Eltern ihn auf eine Militärschule schickten. Ich erwähne diese ganze Geschichte, die schon so lange her ist, weil er erst kürzlich wieder versucht hat, mich in meinen sozialen Netzwerken hinzuzufügen. Ich habe ihn natürlich blockiert. Ich glaube nicht, dass ich auf den Tag vorbereitet sein werde, an dem ich ihn wiedersehen muss.